Also hopp, 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 ich hoffe, du bist bereit für eine sehr lange Folge, die hinten raus sich tatsächlich dann auch nochmal in ihrem Tonus verändert. Ich weiß selbst noch nicht hundertprozentig, was ich damit meine, aber okay. In der letzten Folge war ja dann hier mit Tati einiges und dem Bumsbulli und der Hackerin, die waren noch vernichtet, was, ich glaube, das hatte ich schon mal irgendwann erwähnt. Nicht ganz schlechtes, weil dann, also ich hatte eh vor, dass sie sich irgendwie rächt und dass sie dann irgendwie richtig hart zerlegen. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht machen, weil ich jetzt nicht nochmal eine Wir schwören Rache und machen jemanden kaputt Episode wollte. Das hatten wir ja so Weihnachten rum erst und sowas und bla. Aber gut, es bietet sich nun mal an. Was willst du machen? Und genau, das, da musste ich jetzt nicht mal was einrichten. Sie gehen auch so der Sache nach. Und ja, wie genau und auf welchen Abwegen. Das gibt's jetzt. Viel Spaß und bleib geil. Penis. Ja. Hast du gerade gesagt Penis? Penis. Penis, okay. Hallo, lass uns über Penisse reden. Ein Penis ist was Schönes. Ah, geben wir gleich humanes Schnitzel? Ja, bitte. Wir gehen gleich ich hab da gerade richtig Bock drauf. Also sowohl Kaban als auch ich als Spieler. Easy. Jutti, dann Aufnahme anwerfen. Ja. Ich will fliegende Körperteile sehen. Oh ja. Kannst deinen Geist beschwören. Bist du sicher, dass ich damit jetzt mit Magie rumhantieren sollte? Jetzt? Ich bin da nicht der Meinung, aber... Pff, fliegende Körperteile? Ja, ich bin nur am das überlegen... Das kriegen wir auch mit der Schrotflinte. Ich bin nur am überlegen, ob das so klug ist, wenn sie jetzt anfängt, Magie zu benutzen. Easy. User in your channel. Aber Magie laucht so schön aus. Dann musst du durch erst lurch. Oh, kennt ihr, Bodo Wartke? Nö. Das ist auch sehr schön, da musst du durch, der Lurch. Ich schicke euch einen Link. Aber nicht jetzt! Ich habe vergessen, was wir vor 7 Minuten gemacht haben. Was war das Letzte? Sauerkirschen. Juti, und was war wirklich das Letzte? Wir hatten mit Tati gesprochen und Jojo ist nach einer halben Stunde wieder da. Genau! So! Richtig, und währenddessen ihr Geld haben schon ist Kaban in irgendein Fitnessstudio gegangen und powert sich aus. Richtig geil. Du gehst ins Fitnessstudio und da sind auch so ein paar Girls, die Training machen und die finden eigentlich, dass so ein schnuckliger Ork, der ordentlich stemmt, ziemlich, da kann man, also die interessieren, ein paar interessieren sich da schon, naja, und dann pumpst du da nochmal richtig, um zu zeigen, dass du da Geiste bist, bist du ja auch, ne? Mhm. Das Ding ist, eine möchte dich ansprechen. Das ist auch ein schnittiges Gefährt, also ne, da kann man kann da Nein sagen, muss man aber nicht. Und gerade als sie sich so ein bisschen genähert hat und schon die gute Alte an den Haaren, besser gesagt am Hals, Gestik vollführt und so ein bisschen den Kopf neigt, erschallt halt einfach aus seinem Comlink: Baryshnikov, du willst große Penis. Ich wusste, hast du dich angemeldet bei mir. Ausgezeichnet, ich mache richtigen Knüppel aus deinen Mückerchen. Komm zu mir in der Warschau, Baryshnikov ist bereit. Ich schmeiß die Hantel auf den Boden und brech diese scheiß Comlink durch. Ey, Jutti. Das ist Gang-Eigentum. Boah, dieser Scheiß-Spam. Ja, tschüss. Jojo, Kaban ist offline. Von einer auf die andere Sekunde ist er quasi weißt nicht sie, mehr auffindbar. Gewesen ist? Ja,
er ist im Fitnessstudio, so ungefähr 10 Minuten weg. Ich warte nicht so weit auseinander, aber ja, er ist einfach genau, unten. Sie hat gerade den Datenchip gekriegt. Ja, den hat sie jetzt bekommen, ja. Genau, und beeilt sich jetzt. Sie weiß nicht, was da gerade passiert ist. Es könnte alles sein, Alter. Sie sind hinter euch her. Willst du da wirklich hin? Ja. Ich leg noch mal quasi ein bisschen nach, damit ich noch mal ein bisschen mehr pumpen kann. Und dann schmeiß ich das Ding auch wieder an die Seite und geh duschen. Jo, bevor du dann dich entkleidest, kommt so ein Dude auf dich zu, der, man könnte sagen, Muskelproll. Und es würde stimmen. Legt dir so die Hand auf die Schulter. Ey, Bro. Was? Ich war in Warschau. Hilft nicht. Wende, ey, das kann jedem passieren. Aber wenn du wirklich was willst, was hilft, geh halt zu einem Bodyshop. Echt jetzt, Mann. Erspar dir den Ärger, erspar dir die Fahrtkosten. Wear ist halt einfach besser als Naturheilkunde. Der Typ sollte jetzt ganz dringend verschwinden. Oder Jojo, jetzt komm. Wieso, der ist in der Männerumkleide, Jojo, tut mir leid. Ach so. Gott, Lachflash. Da wird Jojo auch eiskalt reingehen. Das ist du groß. Weißt aber nicht, dass er da drin ist. Das ist richtig. Ich nehme seine Hand von meiner Schulter, drehe sie weg. Das ist nur Spam, lass mich in Ruhe. Ja, nee, ist klar. Sorry, Bro. Ich weiß schon, du brauchst das nicht. Ich brauch das ja auch nicht. Ich sag nur, ich hab nur was gesagt, ich gehe jetzt. Alles safe. Wir kriegen einen ganz verächtlichen Blick. Und dann, da ich mich ja dusche, packe ich mein quasi, also ne, ziehe ich mich ja auch aus. Das wird er ja auch sehen, dass es in Ordnung ist. Ja, und er zieht sich halt aus. Dass du ganz dringend deinen Termin brauchst. Das Ding ist, er zieht sich halt um, er zieht seine Turnhose an, aus und zieht seine Jeans an. Der geht sich nicht duschen, weil er ein dreckiger kleiner Wichser ist. Und weil er den Naturmoschus bevorzugt. Und du siehst halt doch, dass Wear besser ist, meiner. Wear ist besser. Aber da ist doch das Gefühl nicht richtig da drin. Das würde ich aber vorsichtig sein. Deine Augen funktionieren doch auch besser als normale Augen, oder? Niemals. Ach so, das ergibt Sinn. Niemand geht an den kleinen Ringelschwanz. Ich habe mir mein gesamtes Knochengerüst mit Cyberware ausstopfen lassen, um noch geiler zu sein. Aber mein Penis, die ist Natur. Es gibt Dinge, die sind dem Mann heilig. Das ist richtig. Prost. Flummi, Jojo. Ja. Du kommst an und... Das Ding ist, da ist so eine Reception und da steht so ein gut gelaunter, durchtrainierter Dude vor dir, so eher drahtig durchtrainiert. Das interessiert Jojo gerade überhaupt gar nicht. Das ist schön, aber du darfst halt nicht weiter, wenn du kein Mitglied bist. Du kannst da hinten eventuell, wenn du glücklich bist, ein zerbrochenes Comlink auf dem Boden liegen, weil ich habe das nicht weggeräumt. Das siehst du auf keinen Fall. Du kannst ja nicht in den Trainingraum sehen und selbst wenn, der ist halt riesig. Okay. Ja, Jojo kommt da an, die rennt doch erstmal durch, die wird wahrscheinlich dann auch... Hey, stopp! Was? Mitgliedsausweis, bitte. Hab ich nicht. Such nur jemanden. Ja, da kannst du nicht durch. Wieso kann ich da nicht durch? Na, weil du kein Mitglied bist. Ich will doch nur gucken, ob der Typ da ist. Ja, ist ja klar, ne? Ist aber nicht. Die Leute wollen hier unter sich sein und ein bisschen Sport machen. Der hätte dir auch mal gut. Vorsicht. Willst du dich anmelden? Beschissener Tag. Das tut mir leid. Willst du dich anmelden? Beschissener Tag. Keine willst Werbung. Willst du... Meine Fresse. Willst du eine Probemitgliedschaft? Da könntest du rein. Ach, ja, von... Ach. Jo, er gibt dir ein Vertragskonvolut. Es umfasst 4 AR-Seiten. Das ist viel zu viel. Zu viel Schrift, Zeit hat sie nicht. Schriftgröße 9. Außer das Kleingedruckte. Überleg gerade, kam man irgendwas an sich, was ihn auszeichnet vor anderen? Eine Glatze? Sein Naturpenis. Hier rennen wahrscheinlich noch mehr mit Glatze rum, nicht wahr? Zumindest mit sehr kurzen Haaren. Ah, es hilft alles nicht. Hat er irgendwelche krasse offensichtliche Cyberware? Nee, ne? Nee, außer die Augen. Nee, die Augen sind auch nicht offensichtlich. Nee. Man aber auch nicht, ja. Seine Muskeln sind halt ein bisschen bulliger. Studio. Das ist so ein Ork oder er ist echt muskulös. Hat sie ein Bild von ihm? Klar, ist ein Bild von Karol. Ist der Typ hier? Ja, der ist vorhin gekommen, ja. Da ich nicht rein darf, kannst du ihn holen? Ne, nein. Bin ich hier irgendwie... Ich hab hier einen Job. Ich geh da nicht nach irgendeinem Typen gucken.
Warum nicht? Ist doch dein Job. Nee, das ist nicht mein Job. Mein Job ist, zum Beispiel so Leute nicht reinzulassen, Mitgliedschaften auszufüllen. Ich kann dir gerne einen Proteinshake verkaufen. Das ist so mein Job. Ja, finde ich eine super Idee. Er stellt hier einen Proteinshake. Ach so, schade. Ich dachte, der muss sich dafür umdrehen. Nee. Warum nicht? Weil der den einfach unter dem Tisch hat. Die müssen nicht gekühlt werden, weil das ist Pulver mit Wasser. Also das Wasser kommt da jetzt rein. Aber das muss doch wenigstens aufgeschäumt werden oder sowas. Ich glaube, du machst dir falsche Vorstellungen. Flummi, das schneiden wir raus. Danke. Wie immer, da denke ich wirklich dran. Also, machst dir falsche Vorstellungen. Das aufgeschäumt, da kommt Wasser rein und das sprudelt wie so eine Magnesiumtablette. Richtig. Aber er muss sich runterbeugen, um es zu holen. Ja. Sie flutscht durch unterm Tresen. Easy. Reicht zumindest für einen kurzen Blick. Er flutscht am Tresen vorbei, du musst ja nicht mal durch. Er kommt dann hoch. Hey, verdammt, Mann! Und schreitet ihr dann hinterher. Er wird nicht sich herablassen zu rennen. Das ist gut, dann ist sie schneller als er. Das mag sein. Sie guckt einmal durch, die sind ja meistens, sind das ja nur ein oder zwei Räume. Das sind große Räume. Und da sind halt Geräte verstellen dir den Weg, den Blick und so weiter. Ja, du musst schon ein bisschen mehr gucken, aber du bist schon schneller als er. Krabbern ist nicht da. Gut, dann läuft sie jetzt in die Umkleidekabinen. Aber eventuell ist ja noch ihr kaputtes Krummling. Hm? Ist die Frage, ob man es sieht. Wahrscheinlich nicht. Mit aber so dann läuft sie jetzt in die Umkleidekabinen. Jo. So ein paar verdutzte Typen. Der eine hat echt, der ist gut ausgestattet. Es ist nicht gar was. Ey, ich kenne die Marke. Und warst du zufrieden? Ja. Ja, ich auch. Nee, der, ja, von da aus siehst du auch die Duschen und da steht Kaban. Die Marke kennst du nicht, das muss Eigenbau sein. Da hat auch jemand gepfuscht. Das hängt nach links. Er ist Netzträger, alles klar. Hi Jojo, was machst du hier? Was ist mit deinem verfickten Comlink? Da ist Spam drauf, hat genervt. Alter! Rennst du mir... Ey, Rose, sorry. Easy. Wusste ich, dass du mir hinterher rennst. Also, ich hab nichts zu verstecken. Kannst du draußen warten? Ja, ich geh jetzt wieder raus. Ich werd wahrscheinlich sowieso ganz rausgeschmissen. Draußen. Sagt der Typ, der dir gefolgt ist. Ja, ich gehe ja schon. Danke. Alter Schwede, ich kenn... Julia, wenn, geht raus. Wenn sie raus ist, so... Alter Schwede, ich kenne das ja, wenn Frauen nicht auf Anruf... Also, ne? Wenn die abgehen, wenn man nicht auf Anruf reagiert, aber dass die einem verfolgt. Alter Schwede. Es kann schlimmer kommen. Ernsthaft jetzt? Warum nicht? Es kann schlimmer kommen. Ist dir das schon mal passiert? Ja, du weißt doch, wie es ist. Bitches. Gott, schrecklich. Darfst du, der Fehler ist, wenn man sie mit zu sich nach Hause nimmt. Das ist ein Kardinalfehler. Du gehst mit ihr. Ich hab ihr doch nur die Nummer gegeben und wir waren bei ihr. Was weiß ich denn, woher die weiß, wo ich bin? Siehst du? Na, dann kennst du deine Gewohnheiten. Wechsel das Fitnessstudio. Schieß sie in den Wind. Das Ding ist, es gibt manchmal so Unflushables, ne? Den sagst du. Hier war nie was. Es ist jetzt Schluss, verzieh dich. Und die verstehen das nicht. Einer habe ich mal gesagt, ey, es ist jetzt außen. Die sagte, nein. Bin ich nicht mit einverstanden. Und dann... Wolltest du darüber reden, ne? Es war nervig. Aber wenn sie noch nicht bei dir war, hast du noch eine Chance. Du kannst ja, holst du dir halt eine neue Nummer. Was ist denn das? 40 Nuyen oder so? Easy. Ja, das ist... Muss ja wohl sein. Muss man. Schrecklich. Aber oder du bist halt ein bisschen geschickter mit den anderen Bitches, dass sie das nicht so mitkriegt und dann nicht so eifersüchtig wird, Alter. Ich kenne die erst seit 3 Tagen. Dann... Alter, geh durch die Hintertür hier raus, wenn es eine gibt. Ich glaube, der Laden hat keine. Scheiße. Soll ich dir helfen? Soll ich dir ein bisschen ablenken, wenn ich rausgehe? Soll ich es versuchen? Ja, passt schon. Ich krieg dich schon geregelt, sonst keine Ahnung, was sie denn noch alles anstellt. Ich meine, ist sie gerade hier rein eingebrochen? Oh Mann. Was heißt eingebrochen, ne? Die ist vorne am Schalter vorbei und ist hier reingekommen. Ja, aber ich meine, hallo? Ist ja nur kein Hochsicherheitsgefängnis. Ja, schrecklich. Naja, ich werde mich dann mal in die Höhle des Löwen begeben.
Macht das mal. Oh Mann. Mach's gut, Leute. Außer. Entschuldigung für die Störung. Ist ja nicht so schlimm, meine Fresse, aber halt ein Buschi da. Ja, und dann gehe ich mit einem breiten Grinsen, also erst so an dem vorbei, sodass sie halt das breite Grinsen nicht sehen, und dann gehe ich mit einem breiten Grinsen raus. Statusaufbesserung. Schön, dass ich helfen konnte. Kein Thema. Ja, Jojo, du siehst, wenn dein Kammern kommt, da stehen so ein paar Bitches und die kichern ganz schön, wenn er rauskommt. Und gucken ziemlich offensichtlich, ohne Scham, auf seinen Schritt, scheinen zu eruieren. Ich gehe weiter und dann gehe ich halt zu Jojo. Bis da. So. Hast du Sorgen gemacht? Wir können gehen. Alles gut, es war einfach nur eine Überreaktion. Das Comlink ist halt nervig gewesen. Gut, du besorgst ein neues. Ja, ist kein Ding. Was kostet der Scheiß? Spielleiter? Ich guck nach, warte. Es war ein Redet gutes, glaube ich, ne? Redet weiter, ich guck das nach. Es war einfach unpassende Situation, Nee. Ja, scheiße. Alles easy, aber wunder dich nicht. Wir sind gerade in einer Situation, in der ja, sowas vielleicht nicht... Ich habe das wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass du sofort zur Stelle warst. Wobei, unter die Dusche musst du mir das nächste Mal nicht folgen. Ich wusste aber nicht, wo du bist. Ja, ist alles gut. Danke, dass du halt für den Fall geguckt hättest. 300. Hätte ja auch schief gehen können. Ja, ich gehe quasi mit ihr in den nächsten Laden und kaufe so ein baugleiches Ding. Ja, es ist besser, wenn du das Geld gibst, weil plane. Ja, oder so. Dann gebe ich ihr halt gleich direkt Cash, so. 300 Nuyen. Dann bastle ich dir ein neues. Danke. Mach mal ein bisschen stabiler. Ich hab den Chip. Oh, sehr gut. Jojo, leg mal ein und lässt Kaba mitgucken. Jo, Sekunde. So, wie gesagt, vor 3 Tagen wurde das Verbrechen aufgenommen. Das heißt noch nichts, wann es passiert ist. Man schätzt vor vielleicht 7-8 Tagen. Es ist also wie folgt. Was man gefunden hat, ist der Wagen, wie gesagt, in Donskoy. Es waren mehrere Einschusslöcher drin an der Seitentür. Es wurden Blutspuren gefunden und nicht es mit Blutspuren, ist halt völlig untertrieben. Es wurde ein ganzer Haufen Blut gefunden. Auf diesem Blut war Backofenspray. Das heißt, den ist eher nicht so. Dementsprechend konnte man das potenzielle Opfer, wobei man sich ziemlich sicher ist, dass das nicht nach Potenzial ist, nicht ermitteln. Genau, dann wurde das Auto von dem Tatort weggefahren, da hat man noch das Protokoll, es wurde also dementsprechend dann gestohlen. Das ist aber nur so ungefähr 500 Meter gewesen, dann wurde es abgestellt. Es wurde offenbar ein bisschen Kram aus dem Auto entwendet, wo man nicht nachvollziehen kann, was. Die Polizei hat dann einen Schmuggelbehälter gefunden, der von den Gängern nicht gefunden wurde. Und der wurde natürlich direkt so umgebaut, dass man ihn dann, wenn man das weiterverhökert, nicht mehr als Schmuggelbehälter benutzen kann, sondern als normales Transportfach. Die Täter völlig unklar. Ich meine, man hat ballistisch irgendwas gefunden, aber wenn man sich das so anguckt, dann haben sie verwackelte Fotos gemacht von Projektilen, die sie gefunden haben und noch verwackeltere Fotos ohne Licht von Einschusslöchern und wie gesagt, das Verbrechen wurde vor 3 Tagen aufgenommen und man hat gestern dann die Ermittlungen eingestellt, weil es unmöglich sein wird, den Täter zu finden. Das war einfach das perfekte Verbrechen. Perfekt. Fingerabdrücke wurden gefunden, aber es waren so viele in dem Auto von verschiedenen Leuten und da waren die verwischt und da hätte man halt so eine Software anschmeißen müssen. Und du weißt ja, wie das ist. Das macht keinen Spaß und das dauert und dann hat man das halt gelassen. Ne? Man geht davon aus, dass es vielleicht Gangaktivität war, aber mit Gang ist bei der Polizei schon alles ab 4-5 organisierte oder minder organisierte Leute gemeint. Und ja, dann hat man das halt, ne, ist jetzt nichts Tolles. Falls ich was vergessen habe, was wichtig sei, sagt Bescheid.
Ah ja, doch, das Autoprotokoll von dem, was man vorher noch so gesehen hat, von der Bewegung des Autos. Das Auto ist von Billy, in der, also dort, wo sie es immer stehen hat, das war ja nicht direkt bei Billy, aber dort in der Nähe losgefahren, ist in etwas weitere Entfernung zu Professor Dr. Nikola Ivanovich gefahren, ist dann zurückgefahren, dann nochmal in ein Sarghotel, dann in die Nähe von Bali und dann unten in dieses C-Gebiet. Wobei es sehr, 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 sehr lange bei dem Sarghotel stand. So, irgendwie. Bei welchem Sarghotel? Über 18 Stunden. So ein Sarghotel in Donskoy, was ziemlich genau in dem Kreis der Nummer 6 auf der Karte ist. Du fährst dahin, ich fahr in die Gegend, wo der Wagen gefunden wurde. Ich glaube zwar nicht, dass wir noch was finden, aber probieren müssen wir es wenigstens. Mhm. Allerdings glaube ich, dass der Fall jetzt ziemlich klar ist. Naja. Bis später. Jo, bis später. Jojo fährt in die Gegend, wo der Wagen gefunden wurde. Und ich dahin, wo, ne, Sarghotel und so weiter. Wie gut bist du nochmal bewaffnet, Jojo? Hm? Wie gut bist du nochmal bewaffnet? Dabei. Na, vielleicht fährst du nochmal zurück und hast deine Schrotflinte. So scheiße, oder? Naja, schon übel. Die okay. Grauen Gebiete sind schon übel. Naja, gut. Sollen wir dann lieber zu zweit fahren? Müssen wir nicht. Ne, wenn es so übel ist. Ich habe lange in Schafrino gewohnt. Ich meine ja nur. Ich will auch Spaß. Kriegen wir doch heute Abend. Gut. Na dann, pass auf dich auf. Bis später. Gut. Dü-dü-dü-dü-dü. Wer will zuerst? Kaban. Okay. Ja, ich komme da an, in diesem Sarghotel. Nicht so heruntergekommen wie die anderen, die ihr bisher gesehen habt. Das heißt, es gibt mehrere Kabinen in den Gemeinschaftsduschen zum Beispiel. Es gibt auf jeder Etage einen Dude, der guckt, dass du nicht im Schlafe herausgezerrt, getötet und ausgeraubt und dann an Gule verscharrt wirst. Ey, das ist fast ein Luxus. In manchen, also die Wi-Fi generell Zugänglichkeit ist okay. Okay, ja. Und in manchen gibt es einfach Entritt und Entkissen. Es ist der Shit, Alter. Okay. Dann gehe ich doch mal zu einem dieser Dudes. Sag. Moin. Achso, du musst natürlich, um da hochzukommen, irgendwie schon mal für Nacht bezahlen, aber das ist lebenswert. Naja, kein Ding. Ja. Sag mal, vielleicht kannst du mir helfen. Ja, vielleicht. Von dem einen habe ich zu viel und von dem anderen habe ich zu wenig. Das eine sind Informationen und das andere kannst du dir denken. Ich suche eine Freundin. Du hast zu viel Informationen und willst mir und willst jetzt Geld haben? Ich suche eine Freundin. Also andersrum. Richtig. Okay. Hast du das auch so rum gesagt? Kennst du sie? Ich zeige dir ein Bild. Alter, wenn ich die kennen würde. Eventuell ein bisschen. Sah die ein bisschen schlecht. Was. Ja, eventuell sah die ein bisschen schlechter aus, weil die ist ziemlich gut da drin, ihr Make-up zu machen. Ist eine hochgewachsene Elfe. Ja, das sehe ich. Oh Mann, auf so eine musst du besser Acht geben. Du. Mhm. Wenn sowas hier rein spaziert. Dann merke ich mir das. Gut. Ich und hoffe, wenn, das hast du dir auch getan. Ich war 18 Stunden lang hier. Wann genau? Ich sag ihm die Zeitspanne. Nee, da war ich sogar arbeiten. Warte. Achso, die war 2 Etagen über mir. Der Typ, der Schicht hatte oben, ist heute nicht da. Aber wenn der, ja, sowas bei sich in der Etage liegen hätte. Da würde der sich dran erinnern, man guckt dir das an, die Beine. Ja, ich hab's mir genau angeguckt. Verständlich. Kannst du den jungen Mann erreichen? Jo, zeig mal. Von dem, was du zu viel hast. Ich gebe ihm einen Cutstick mit 100 Luieren drauf. Mann, Alter, du hast echt zu viel, warte.
Jo. Weiß er nichts von. Er meinte, er hat zwischendurch ein bisschen gepennt, aber er meinte auch, hätte er sich dran erinnert. War denn eine Kabine mehrere Stunden vergeben hier oben? Die waren alle, ja. Du bezahlst ja für 24 Stunden, ne? Also. Von daher waren die halt alle immer irgendwie vergeben. Warte, da kommt noch mehr, schreibt halt. Ah jo, so, dann gab's da oben irgendwie eine ziemliche Schlägerei und der hat das einzig Richtige gemacht und ist gegangen. Der ist einfach so, er hat seinen Posten verlassen, sagst du. Hat sein, sieh mir mal immer, scheiß Militär. Die, da war, Mann, da waren drei Typen und die haben sich die Fresse poliert und da kam plötzlich ein Schlagring und da kam ein Messer und da hat er gedacht, oh, weißt du was, dafür wäre ich nicht genug bezahlt und da hat er recht und da ist er gegangen. Hm. Okay, also man kann mir nicht sagen, ob die gute Dame da war oder wenn sie da war, wo sie, in welchem Abteil sie war. Das ist echt schwierig. Du bezahlst ja alles mit Credstick und hast ja nicht wirklich einen Namen und so. Du hast halt eine Nummer und das wird nur irgendwie temporär auf deinem Comlink abgelegt und bla. Und an das System, da kommt einmal im halben Jahr so ein Techniker und macht da was und den lachen wir aus und stecken den Alufolie in die Nase, wenn er sich einklingt. Also keine Ahnung. Aber wie gesagt, er war vielleicht nicht hundertprozentig anwesend die ganze Zeit, aber der wüsste doch, wenn sowas da reinspaziert. Vor allen Dingen, weil er dann sich auch direkt darauf vorbereiten muss, dass die von allen Seiten irgendwie begrapscht und angequatscht wird und das auch am Ende nicht will. Und dann muss er vielleicht einschreiten, wenn er denkt, dass er da eine Chance hat und so. Das wüsste der doch. Okay, gibt es hier gegenüber vielleicht irgendwie oder in der Nähe, ganz in der Nähe, irgendwo, wo man 18 Stunden lang verbringen könnte? Wo die Matrix eventuell besser ist? Ja, keine Ahnung. Ich meine, da drüben ist ein Staffer, der hat 24-7 auf und daneben ist irgendein Comlink-Laden, der hat ziemlich viel auf und dann hast du da, weiß ich nicht. Ein Comlink-Laden? Gibt tausend Möglichkeiten, ja. Aber ich meine, das ist, naja gut, okay, da hältst du keine 18 Stunden aus. Ich meine, das ist nicht mal ein Stuhl. Ich meine, wo du dich die ganze Zeit 18 Stunden am Stück aufhalten kannst. Da fällt mir jetzt nicht so viel ein, aber du kannst hier in der Umgebung da irgendwie 18 Stunden rumkriegen. Ich meine. Mhm. Vermietet ihr auch die Parkplätze unten oder sind die frei für jeden? Die was? Die Parkplätze, sind die im Mietpreis mit drin oder sind die für alle? Achso, die Parkplätze sind nicht von uns. Das ist da. Warte. Das sind irgendwie Parkplätze, so Park-and-Ride-Dinger von Rabutnik-Lohnsklaven, die dann zu irgendeiner Fabrik weiterfahren oder zu irgendeiner anderen Arbeitsstelle, aber die irgendwo hier in der Nähe so ein bisschen verstreut wohnen, fahren dann hierher und fahren dann geschlossen mit dem Bus, weil aus Gründen oder so, keine Ahnung. Weil die das so machen. Okay, also man kann da aber auch so parken. Okay, das Auto stand auch auf diesem Parkplatz, richtig? Ja, ja. Na, du kannst da schon parken, kannst halt abgeschleppt werden, aber passiert eigentlich nie, wenn das nicht voll ist und das passiert halt eigentlich wirklich nie. Und es gibt da, also ich meine, das ist ja, da ist eine Schranke, da ist so ein Credstick-Ding und da kann jeder drauf. Okay. Shit. Danke, du hast mir auf jeden Fall schon mal geholfen. Kein Ding, meiner. Ne, lass dich hier nicht umbringen von irgendwelchen Schlägereien und man sieht sich vielleicht nochmal. Ey, warte mal noch. Mhm. Sei mal ehrlich zu dir. Die ist halt einfach über deinem Standard. So eine kriegst du nicht. Die ist hier weggelaufen für einen, der ein bisschen besser aussieht. Naja, sie ist nur eine Freundin und sie hat einen Schwanz. Und damit gehe ich. Versuch die mir nicht malig zu machen, die ist auch über meinem Standard. Meine Güte. Da haut das jetzt aber immer raus. Ja, was denn, Mann? Da lässt er sich nix sagen. Ich und die Erwin. Genau. Sie. Ja, ich mal dran, dass wir Deli einen Credstick, irgendwie einen USB-Stick mitnehmen aufs Rockards, damit er mal ein paar anständige Sachen kriegt. Ja. Gut. Sehr gut. Ich freue mich darauf. das war nicht mal gelogen. Ich würde noch in den Comlink-Shop gehen. Jo.
Das ist also so ein Comic-Shop im Wesentlichen. Zwei Räume. Erika. Und du kriegst halt allen möglichen Erika-Zubehör und alles, was man sich noch so erträumen kann. Billige Wegwerf-Comlinks? Das auch, ja. Mhm. Besorge ich mir erstmal ein paar von. Ja. So zwei oder drei. Wenn ich das dann auf die Theke lege, lege ich da auch gleich den doppelten Preis hin in Bargeld. Nochmal den doppelten Preis? Also, ich hole mir zwei und hole mir dann den doppelten Preis quasi, also zahle theoretisch vier, die ich da hinlege. Okay, das wären 40 Nuyen insgesamt. Das heißt, du würdest ihn gerade mit 20 Nuyen bestechen. Oh. Gott, sind die Dinger so billig? Scheiße. Ne, Wegwerf-Comlinks kosten 100 und bei mir 10%, also 10. Oh. Sag halt einfach, was du ihm hinlegen willst. Dann hole ich mir halt 5. Ist ja bezahle den doppelten Preis. Es passt. Lebensstil, würde ich sagen. Komm, Lebensstil, es geht doch. So. Mit solchen kleinen Beträgen fangen wir nicht an. Gut. Brauchen Sie noch Zubehör? Nein, ich bräuchte eventuell eine Information. Und zwar könnte es sein... Damit können wir nicht dienen. Ich meine, wir haben... Wir haben sehr, sehr viele Datensofts für Sie zur Verfügung. Auch Lehrsofts, wenn Sie das möchten. Bestimmt. Haben Sie diese Frau hier gesehen? Mit solchen Informationen können wir leider geschäftspolitisch nicht dienen. Ich gucke ihn mal an, ob er gleich eine Rauch... Also so Anstalten machen würde, gleich eine Rauchen zu gehen oder sowas. Was? Also, ob der halt nach draußen guckt, so von wegen so, hey, hier kann ich nicht reden. Ach so, nee, das nicht. Okay, dann... Ja gut, dann... noch eine andere Frage. Haben Sie Feuer? Ich rauche gerne. Und gucke ihn dabei in die Augen. Feuerzeug... Ah, wissen Sie was? Eine Sekunde. So, das hier ist ein Comlink-Modell mitten im Feuerzeug dran. Das würde ich Ihnen mitgeben, wenn Sie es mir wieder mit reinbringen. Ich meine, Sie haben es nicht bezahlt, das heißt, ich könnte Sie damit theoretisch verfolgen. Also, wenn Sie es nur kurz mit rausnehmen, wäre das für mich kein Problem. Ich gucke ihn wirklich so an, als wenn er wirklich das gerade hatte, nach dem Motto, hat er das nicht verstanden? So wirklich so ihm nochmal so eine Schippe auf den Kopf haue, virtuell so. So mit dem Zaun, Vorsicht, das versteht der noch. Ja. Weiß ich nicht. Er ist einfach total begrüßt. Lächelt dich freundlich an. Diese also, ehrlichen Menschen sind also, das heißt, fürchterlich. Verkäuferfreundlich, ne? Aha, ich gehe dann quasi raus, lass aber mein Wechselgeld zufällig auf dem Tresen liegen und würde dann da draußen stehen und eine Zigarette rauchen. Und das, Jo, kein Ding, du kriegst eine Überweisung. Boah, Alter. Beziehungsweise du kriegst eine standardisierte Anfrage, okay, jemand möchte dir was überweisen und welches Konto soll freigeschalten werden und der kann nicht sehen, welches Konto das ist und so weiter. Das ist quasi so wie im Spendenformat. Ich packe mir jetzt auch ans Gesicht so von wegen so, nein, das hat er nicht gemacht, der Typ ist einfach so dumm. Okay. Der ist nur hoch anständig. Ich bringe ihm das Feuerzeug Comlink dann wieder. Entschuldigen Sie, Sie haben gerade zu viel Geld auf dem Credstick dagelassen. Ich wusste auch nicht, ob Sie den wieder haben wollen. Ich habe Ihnen schon eine Überweisung geschickt. Also da so eine Ich gucke Ihnen nochmal wieder so an, als von wegen so, Alter. Guck ihn doch nochmal so ein bisschen so flehend an. Versteh das bitte endlich. Und wenn er dann immer noch nicht reagiert, dann Kann so. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Er will nicht. Er will es nicht verstehen. Naja, das ist, Wissen Sie, ich suche eigentlich nur meine Freundin, deswegen... Oh, das tut mir leid. Wir haben einen ausgezeichneten Service. Wenn Sie noch vielleicht eine alte ID haben, könnten wir für Sie raussuchen, ob unter Ihrem Namen vielleicht eine neue bei Neonet angemeldet wurde. Und das ist ja, wie Sie wissen, eigentlich der Neonet hat ja die größte Menge an Leuten, die bei der Kunden sind. Sie sind ja auch mit Ihrer Nummer. Das wäre sicherlich möglich. Ja, ich glaube allerdings, dass sie das nicht gemacht haben wird. Das tut mir leid.
Ich überlege, wie ich Ihnen sonst noch helfen könnte. War sie vielleicht hier? Hat sich ein kleines Comlink geholt? Ich hole mal das Wegwerf-Comlink raus. So ein Prepaid-Comlink. Über solche Dinge darf ich leider nicht sprechen. Du siehst jetzt übrigens auch, dass hinter ihm sind so ein paar Eierplakate von Werbung und so ein Scheiß und er ist natürlich einfach Mitarbeiter des Monats in dem Bezirk. Er hat den meisten Scheiß verkauft und er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und ist der Geilste. Und wenn er so weitermacht... Der hängt da eindeutig mit drin in dem ganzen großen Komplott. Und wenn er so weitermacht wie jetzt, wird er vielleicht befördert und kommt aus diesem Drecksloch heraus. Und kommt vielleicht nach Sokol, Alter. So geil. Er ist der Beste. Ja, okay, ich habe das verstanden. Entschuldigung? Nix, ist alles gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und weiterhin. Wenn Sie vielleicht doch noch versuchen wollen über diesen genannten Service, ich würde Ihnen den Link gern geben. Ja, danke. Er gibt dir den Link. Ich verdrehe nochmal die Augen und gehe. Jutti. Ein paar Wegwerf-Comlinks können immer praktisch sein. Ja, immerhin hat sich dieser Besuch gelohnt. Vor allen Dingen baut Jojo dir daraus eine Bombe. Eine Konfetti-Bombe. Jojo fährt mit ihrer Konfettikanone zum Bumsbulli-Auffindort. Eier! Und 500 Meter weiter. Easy. Was ist da bevor so? Bevor wir nach Humanis fahren. Nach Humanis, ich verstehe. Ja. Auf Berlin und so, pass auf. Genau. Da sind so Sachen, zum Beispiel... Bist ja auch auf Schalke. Ja, genau, das meine ich. Maslenica hast du. Ein Modeladen namens Agro-B Street Fashion. Ja. Dann Puka Poker Club. Das ist eine... ja, du verstehst das, ne? Ich sehe, du verstehst das. Das finde ich schön. Der ist auch so... Da sind verschiedene Tiermenschen als Dekoration auch benutzt. Ich denke, man weiß, was einen erwartet, wenn man da reingeht. Da wird doch gerade einer rausgeschmissen, dem wohl die Hände gebrochen wurden. Das scheint ein Laden zu sein, wo gern viele Leute auch falsch spielen wollen. Ne? Ja, da wird Billy nicht drin gewesen sein. Vielleicht nicht. Das sieht ziemlich abgeranzt aus. Schon der Boden davor ist einfach übersät mit Glasscherben und Schnaps und sowas. Das ist schon komisch, dass sie überhaupt hier war. Ist das Matrixnetz hier gut? Außergewöhnlich gut, weil da die Solaris VR Kampfarena ist. Alles klar. Das ist so ein AR und nicht AR Spielbuden-Dings. Ja, und ansonsten, ne? Wohnhäuser, Pfandleiher. Okay. Der Pfandleiher hat ein wunderbares Schild mit hier Geld, zweiter Hinterhof, rechts, viertes Obergeschoss. Okay. Na, sie guckt sich eigentlich nur um, ob sie jetzt vielleicht noch... Und sie läuft da jetzt eigentlich nur durch und eigentlich erwartet sie nicht wirklich etwas zu finden. Und wenn vielleicht allenfalls eine Leiche, die nicht mehr wirklich zu identifizieren ist, aber danach sucht sie. Letzten Endes sucht sie genau danach. Jo, mach mal bitte Wahrnehmung. Ich habe immerhin 3 Erfolge. Jutti. Du gehst da so ein bisschen lang, bliblablub, und von wegen hier Geld und so Hinterhof, wenn du da reinspähst und kurz den Kopf reinhältst, dann kommt dir einfach ein Geruch entgegen. Der ist, weißt du noch, wie das war, als er Dunkelzahn gefunden hat? Ja, ich erinnere mich dunkel. So ist er. Jut. Sie folgt ihrer Nase. Gut, was du siehst, was? Ist du, was? Was hab ich? Was du siehst, ist... Ach so. Der Hinterhof ist ein bisschen tiefer gelegt, das ist das falsche Wort, aber egal. Du würdest quasi auf so einer Art Brüstung stehen, da ist eine Treppe, die geht sogar ziemlich weit runter. Tote Ratten? Nee, und, da siehst du, weil es ziemlich im Schatten liegt, eine sehr bleiche Gestalt mit keinem Haar und die kaut.
Auf so Fleisch. Oh oh. Das Ding ist, es ist Trollfleisch. Das lässt sich relativ leicht identifizieren. Wenn du das kurz den Anblick, ist es immer noch kein leichter mit Anblick. Mit denen kann man leider auch echt nicht reden, mit den Scheißghoulen. Mit manchen schon. Ja, aber der hört sich nicht so an, als könnte man mit dem reden. Er hat Witterung aufgenommen übrigens. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt irgendwo ist, wo er nicht so einfach an sie rankommt, oder? Na, er müsste halt die Treppen hochgehen. Oh. Ja, der frisst ja noch. Aber der guckt dann so blind halbwegs in eine Richtung genau und zerrt dann so viel er kann von dem Kadaver in eine dunklere Ecke von dir weg. Kluger Junge. Na, Gude sind dann nicht immer aggressiv, wenn sie keinen Hunger haben, ne? Ja. Und vor allem, wenn sie sehen, dass da gerade ein Magier um die Ecke kommt. Ja, zusätzlich, ne? Der sauer ist. Mhm. Ja. Und Jojo trägt sowas bekanntlich in ihrer Aura ab und zu mal vor sich her. Das tun so die meisten. Ja. Okay, da ist es dunkel. Ja. Dunkel genug für einen Ghoul, also schon dunkel. Dunkel genug für einen Ghoul, ja. Aber Jojo versucht trotzdem irgendwas zu erkennen, was irgendwie darauf hindeutet, dass einer der Kadaver, die da unten ist, und selbst wenn es nur einer ist, ist nur der Troll. Sonst ist da nichts. Keine anderen Knochen und nix. Ich meine, wie viel Kadaver kann man da erwarten? Da ist immerhin noch die Treppe hoch und Pfandleier. Dann geht sie wieder. Gut. Erstmal zur Not geht sie nochmal zu dem Pfandleier und guckt, ob der was mitgekriegt hat, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Aber sie sucht erstmal noch weiter. Sie sucht auch wenn hier Ghule sind, dann hat sie halt die Schroti mal im Anschlag, aber trotzdem. Okay. Direkt zum Pfandleier zu gehen ist sicherlich sinnvoll, weil du bist ja einmal da. Hm. Da sind so zwei Typen davor, die unterhalten sich gerade und haben mittelmäßig viel Spaß. Du siehst aber Wori-Tattoos und das sind nicht die Wori, die jetzt, auf die du eher Bock hättest. Was übrigens komisch ist, weil die Wori hier nichts zu suchen hat. Gar nichts. Das gibt doch nur wieder Probleme. Vor allen Dingen kann sie sich mit denen auch nicht anlegen. Sie ganz von wegen der Pfandler etwas gesehen, er hat halt auf der Seite keine Fenster, wo das Auto war in die Richtung. Dann ist es sinnlos. Dann brauchst du da gar nicht hin. Gut. Sinnlos, das gibt jetzt mehr Probleme und er hat vermutlich nichts gesehen. Wobei, war das... Das kam aus einer anderen Richtung. Aus welcher? Es ist nicht so leicht zu identifizieren, es ist ja ein gewisser Hall im Hinterhof. Und gerade wenn die sich in irgendwelchen Ecken verkriechen, ist da noch mehr Hall. Na, die haben doch Futter da liegen. Naja, vielleicht streiten Ghule auch ums Essen und die Schwächeren müssen sich was anderes suchen. Wer weiß. Sollen die Worry-Typen nehmen? Die sind die leichteren Opfer. Genau. Das wissen die aber nicht. Naja, du bist magisch, die nicht wahrscheinlich. Naja, aber wenn die erst kennen können, was sie ja können, weil sie ja Dualwesen sind, sehen sie ja vielleicht auch, ob die Cyberware haben und vielleicht denken die sich dann I. Das könnte ja auch gut sein. Das ist richtig. Hm. Jojo schmeißt mal die Astralsicht an, dann sieht sie nämlich besser, wenn da irgendwelche von Viechern in der Nähe sind. Die sieht sie nämlich auch in den dunklen Ecken. Ja, das ist richtig. Dann mach doch mal. Die leuchten ja. Hau rein, du kriegst minus 2. 3 Erfolge. Bäh. Biest, Alter. Ja. Ja. In einem alten Fahrstuhlschacht, der nicht mehr funktioniert, und zwar schon ziemlich lange, da sind so ein paar. So zwei. Einer davon ist eher so klein. Also nicht klein wie ein Zwerg, sondern ein Kinderghul. Geil. Ich frage mich gerade, ob bei Kinderghulen das Kindchenschema anspringt und die Leute sie knuddeln wollen und sagen, ist das aber süß. Ich guck denke mal, nicht. Guck mal hier, der Finger. Oh, guck mal, die spitzen gelben Zähne. Oh. Ja, Jojo wechselt die Sicht wieder zurück. Sie weiß ja jetzt, wo die sind. Ja. Geht dann wieder. Ansonsten in dem Viertel ist nix. Ganz ehrlich, gut. Frag sie. Die können was? Sich beherrschen. Was? Wenn die sich beherrschen können, kannst du ja mal versuchen, ob du mit ihnen reden kannst. Nein. Wenn. Wenn, richtig, wenn.
Rüberrufen kann nicht schaden. Nee, besser nicht. Es ist ein sehr geringer Prozentsatz von denen, die das können. Und das nein. Und selbst wenn die es können. Wollen sie es vielleicht nicht. Ich meine, irgendwas müssen sie ja trotzdem essen. Okay. Ja. Ja, Jojo wird nicht viel finden. Je nachdem, wie weit die Zeit vorangeschritten ist, seit sie Fedor angerufen hat, kann sie das sonst auch nochmal probieren. Ah ja. Na, ziemlich viel auf jeden Fall. Du wirst ja länger in dem Viertel unterwegs sein. Ja. Da ist sie lange unterwegs. Das heißt, der wird jetzt auch rangehen. Ich würde dann irgendwann auch in ihre Richtung fahren. Okay. Willst du Kaban gleich als Hörer in die Konversation einbinden? Nein. Okay. Fedor kennt, na doch, stimmt, die kennen sich, aber das ist trotzdem irgendwie, dann würde sie Fedor fragen. Alles klar. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie du aussiehst. Deine Stimme, die könnte ich vielleicht noch identifizieren, aber sag mal das Codewort. Marshmallows? Ich glaube, wir hatten keins. Du bist es nicht. Er liegt auf. Er ruft dich an. Hi. Hi. Du sag mal, kann ich Kaban in die Konversation reinholen? Na ja, klar. Okay. Also, wenn... ja. Sie holt Kaban in die Konversation. Moin, moin. Tachchen. Hey. Ah. Pass auf. Hast du in der letzten Zeit... Moment, der kannte sie auch unter Billy. Ja, ich glaube schon. Ja, kannte der später. Hast du in der letzten Zeit was von Billy mitbekommen? Nee, wir hatten doch allgemein gar nichts mehr so richtig zu tun, oder? Länger nicht mehr, ja. Ja, ne? Gib mal wieder Zeit. Okay, dann kannst du mir auch nicht weiterhelfen. Schade eigentlich. Habt ihr euch gestritten? Nee, wenn es so wäre, wäre es leicht. Gut, weil so Sachen, die mache ich auch nicht, auch wenn ich dich mag. Sowas mag ich nicht. Hä? Das gibt die bescheuertsten Sachen. Aber gut. Hä? Nein, lass uns einfach nicht darüber sprechen. Gut, ist vielleicht besser. Ja. Ich komme irgendwann die nächsten Tage mal nochmal rum. Kaban, du auch? Getrennt? Zusammen? Sandwich? Einzel? Doppel? Ich denke, wir kommen zusammen, wenn... Alles klar, ich bin für alles offen. Ihr könnt auch zusammen kommen und einer kann eher gehen. Aber das müsst ihr vorher absprechen, weil... super unhöflich und super awkward. Ich stelle den Whisky kalt. Okay, gut. Hätte ja sein können. Wenn du irgendwas hören solltest, wäre es nett, wenn du Bescheid sagen könntest. Ist also was Ernstes? Ja. Ziemlich. Mach ich. Okay. Nebenbei das, wobei sie schickt ihm einfach ein Bild davon. Hier in einem Viertel davon wisst ihr, oder? Jo. Gut. Aber danke. Alles klar. Dann, wir sprechen uns, sehen uns. Passt mehr auf mit denen als vorher. Okay. Und die könnten... das ist was du auch deiner Gang nicht erzählen wirst. Sage ich euch beiden. Die könnten auch an Orten sein, wo man sie so nicht erwartet. Wir sind schon... präsent, offen, also wenn sie da sind, dann zeigen sie auch, dass sie das sind. Ne? Es gibt Veränderungen. Alles klar. Gut. Ja, aber darüber haben wir ja gar nicht gesprochen. Alles klar. Ich melde mich. Nee, haben wir nicht. Es ist mir nur aufgefallen und ich dachte, du bist jemand, vielen der... Vielen Dank. Ne? Bla, egal. Es freut mich, dass das noch funktioniert. Na klar. Gut. Okay, bis dann. Warte. Hm? Ich habe überlegt, ob ich es mache, deswegen okay. Da auch. Er blendet euch Koordinaten ein, das sind so Koordinaten von der Straße, wo ihr neulich wart, bla bla, ihr wisst Bescheid. Die okay. Straße, wo ihr investigativ unterwegs sein wollt, das kann ich noch. Ne? Ah.
Aha. Alles klar. Danke für die Info. Jo, kein Ding. Piep! Wo bist du? Soll ich dich gleich aufgabeln, oder? Nee, ich komm zum Wagen zurück. Also, ich bin ja eh selber unterwegs, deswegen. Oh, okay. Gut. Bei mir war nix. Bei mir auch nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass wir noch viel finden werden. Hier sind ziemlich viele Gude unterwegs. Shit. Fuck. Also es könnte sein, ich will jetzt hier keine Hoffnung aufkommen lassen oder sowas. Wo sie war, war ein Comlink-Shop. Da wollte man mir nichts sagen, aber da gibt's halt, ne, Einweg-Comlinks, etc., bla bla. Und wenn sie dann irgendwo hingefahren ist, wo man keine Leiche finden würde. Weißt du, worauf ich hoffe? Ja, pass auf. Und da dann verschwindet. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das relativ klarer Fall ist jetzt. Das Matrix-Netz hier ist extrem gut. Okay. Selbst wenn sie längere Zeit da unterwegs gewesen ist, vielleicht war sie auch gar nicht in dem Sarg-Hotel. Es kann auch sein, dass sie einfach in ihrem Auto, also einfach im Bumsbulli geblieben ist, weißt du? Ja. Das hat sie öfter gemacht. Und wenn sie dann zwischendurch mal den Standort wechselt, was auch nicht ungewöhnlich ist, dann hierher gefahren ist, weil hier, wie gesagt, hier ist eine beschissene Gegend, hier fährt hier keiner nach, aber das Matrix-Netz ist extrem gut. Und das ist der perfekte Ort zum Hacken. Und wenn dann irgendwer den Wagen aufgebrochen hat, dann kannst du dir den Rest der Geschichte wahrscheinlich denken. Ich glaube, das ist das wahrscheinlichste Szenario. Möglich. Fuck. Ich glaube, damit hat sich der Kram auch erledigt. Fuck. Was heißt der Kram? Aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, dass... Ich wüsste nicht, was es sonst sein soll. Und es passt ganz gut zusammen. Und, Wenn die Bitch dahinter steckt, dann... Gnade Gott. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wir werden es erfahren. Früher oder später. Wobei ich nicht glaube, dass das schnell gehen wird, dass wir sie finden. Ich glaube, das wird lange dauern. Möglich. Nein, nachdem, die wird ja auch nicht dumm sein. Die weiß ja auch, was sie machen muss. Ja, leider. Aber... Das bedeutet zumindest, dass wir erstmal nicht die Sachen packen und aus der Stadt müssen. Schätze ich. Umziehen muss ich trotzdem. Richtig. Ich würde auch umziehen dann. Ach Gott, ich brauche ein neues... Diese gottverdammte Kältekammer hat gerade erst funktioniert vernünftig. Sowas findet man nicht so oft. Na, wenn du dir eine scheiß neue Kältekammer einrichtest, dann sagst du mir Bescheid und dann mache ich dir die Elektrik. Ja, aber das ist ja auch ganz ein Bausubstanz etc. muss ja auch darauf ausgelegt werden, dass die Kälte drin bleibt. Das weiß ich, aber ich bin auch nicht dämlich. Ja. Mann. Ich hasse es umzuziehen. Die Kartoffelvertragung ist auch nicht gut. Du hast Probleme. Ja, über die anderen möchte ich gerade noch nicht nachdenken. Gut, holen wir uns das Auto wieder? Wir holen uns den Bumsbulli zurück. Wenigstens etwas Positives heute. Aber...
wir gucken vorher, dass wir unser Aussehen zumindest ein bisschen verändern. Wäre ganz gut, denke ich, ja. Ich habe nicht unbedingt Bock, dass ich damit wieder Dinge lostrete, die weder ich noch sonst irgendjemand jetzt gebrauchen kann. Kann ich verstehen. Du hast eine gewisse kleine Verpflichtung. Und ich würde auch ungern auf deren Abschlussliste stehen. Also noch mehr als sonst. Kann ich verstehen. Gut. Wo treffen wir uns? Wir müssen erstmal Sachen zusammenbasteln und alles Mögliche, ne? Stimmt. Na, keine Ahnung, so viel brauchen wir ja auch nicht. Wir sollten uns ein bisschen, ein bisschen Bleiche besorgen, etc. für den Fall, dass wir da Spuren hinterlassen. Backofenreiniger. Zum Beispiel, ja. Alles klar, dann würde ich sagen, bin ich in 2 Stunden bei dir und dann ziehen wir das durch. Bring ein bisschen Werkzeug mit, je nachdem, was da ist. Gut. Ja, ich würde dann quasi dann auch nach Hause fahren und nochmal einen allgemeinen Waffencheck machen. Ja. Warum, wo, wir, so Twiddler, ne? Wo konnte man da nochmal zeichnen? Ist doch auch jetzt gerade nicht so wichtig. Ich brauche keine Zeichnung zwingendermaßen. Ja, habt ihr recht, ist noch generell, ich bin zu blöd. Easy. Du kannst das Gitter quasi anmachen und dann kannst du da zeichnen, wenn du im Gitter bleiben willst. Ja, aber allgemein kann ich nicht mehr zeichnen. Ich habe vermutlich irgendetwas. Es ist egal. Du musst oben auf Draw klicken. Ja, sagen ist die ganze Leiste oben weg. Sagen wir es mal so, wir können das immer noch machen, wenn wir alle verwirrt sind. Wenn, solange wir nicht verwirrt sind. Das ist ich habe wichtig. Sie wieder, es ist alles safe. Ich weiß doch, wie es läuft. Gut, Rüstung, Waffen, Ersatzmagazin. Was für eine Rüstung? Ich glaube, du hast ja mehrere. Stimmt, ich habe mehrere. Ich bin ja groß versucht, die Aztec-Rüstung zu tragen. Hä, die ist doch übelst sinnlos. Einfach nur, damit mein Aztec das anhängt, aber nicht mir. Aber nein, Aztecs sind unsere Freunde, Aztecs sind super. Aztecs sind unsere Freunde. Das versuchen sie dir immer wieder klar zu machen, ja. Nein, natürlich. Bei allen anderen Spielrunden sagen immer alle von vornherein alle Spieler, oh, Aztec ist so kacke, dabei hat Aztec eines der besten Publicity-Images der Welt, Alter. Richtig. Die sind besser als Horizon und Evo, hast du nicht gesehen. Vorsicht. Möchtest du überleben, dann musst du vorsichtig sein. Horizon ist super. Und hat ein besseres Image. Ja, ein besseres Image, natürlich. Aber ich meine, die haben nicht so viel Geld, dass sie investieren in die Image-Pflege. Ja, brauchen sie ja auch nicht, weil sie auch einfach ohne Geld geil sind. Natürlich sind die ohne Geld geil. Siehst du jetzt. Gaban, Bonus-Karma. Yay! Also noch nicht jetzt, sondern erst dann, wenn du es wieder vergessen hast und ich es dann nicht mache. Aber okay, also. Panzerung werdet ihr vermutlich einfach die beste nehmen, die ihr habt. Ja. Dachte ich mir, ne? Panzerweste. Krass. Was Besseres kann sie nicht tragen. Eine bessere Panzerweste gibt's auch nicht, oder? Panzerjacke und besser? Was? Ach ja, richtig, Panzerjacke. Eine kugelsichere Weste. Naja. Dann Schrotflinte. Oder ein Urban Explorer Overall, ja. Also von dem, was ich annehme. Schrotflinte, Rushor Sopper Warhawk und jetzt Hastaba. Alle drei, das ist aber viel. Na, keine Ahnung. Brauche ich. Nein, die braucht den Joystick. Ja, der ist ja instant klar. Ja, der Joystick ist instant klar. Die Schroti. Ja. Und die Ruja ist eigentlich nicht so klug, die jetzt mitzunehmen. Die ist einfach nur laut und die schießt nicht so oft. Im Gegensatz zu deiner Schrotflinte. Ja, ist richtig.
Ja, die ist aber zu viel. Da habe ich zu wenig Bewegungsfreiraum. Es geht nicht. Zastava und Schroti. Okay, sind wir sparsam. Ja. Juti. Dafür habe ich ja dann den Joystick. Und ein bisschen Werkzeug, um mein Schloss aufzubrechen. Genau, das wollte ich wissen. Irgendetwas außer Tötungsmaschinen bei dir. Und ja, ja. Schlosstechnik. Warte. Na, so ein bisschen halt einen auch mal einen größeren Schraubenschlüssel, falls das notwendig ist. Ersatzmagazin. Mhm. Sowas, ne? Ich brauche ein bisschen Ersatzmunition quasi, das ist wichtig. Ersatzmagazin und Ersatzmunition für die Schrotflinte, ja. Genau. Und ja, und das Zeugs, damit wir unser Aussehen verändern können, das nimmt sie mit zu Kabern. Könnte es sein, dass du noch etwas mitnehmen möchtest? Du meinst ein Medkit? Auch das. Ja, auch. Kann man auch machen. Kann man machen. Wobei, ich kann damit eh nicht umgehen. Naja, aber Kabern. Ich schwun. Sagen wir es mal so, du hattest ja noch nicht so viele Solo-Aktionen mit Kabern. Ihr seid schon ein bisschen eingespielt, noch nicht ganz. Aber es gibt so Sachen, die kann man ja gelernt haben bei Solo-Aktionen mit Kabern. Was man da so mitnehmen könnte. Eine Brille mit Smartlink. Ich stehe echt auf dem Schlauch. Brille mit Smartlink. Störsender. Ach so. Ein Störsender. Ach so, der Störsender, das meinst du. Ach, der Störsender. Natürlich. Ja, das Übliche. Haben wir schon wieder vergessen, ja? Easy. Niemand braucht Störsender. Die können nur Verstärkung rufen, da kommen mehr von den Idioten. Mehr dann Spaß. Habt ihr mehr zu töten? Das war doch der Plan, oder? Entschuldigung, dann kein Störsender. Abbruch hatte ich vergessen. Ich sollte vielleicht Signalverstärker. Eine zusätzliche Munition einbasteln, ein zusätzliches Ersatzmagazin mitnehmen. Ich glaube, das tue ich, nehme zwei Ersatzmagazine mit. Einfach für den Fall, dass die anderen auch noch kommen und wir da mal aufräumen müssen. Easy. Okay, das klingt echt dumm, wenn ich so rede, oder? Ich fühle mich auch ein bisschen schmutzig. Es klingt nach genau der Art Shadowrunner, die du jahrelang verpönt hast, oder? Ja, genau das. Ich ziehe mir aber, vielleicht sollte ich mir aus Prinzip einen schwarzen, langen Ledermantel anziehen. Oh ja, bitte. Jo, also im Kampf wirst du dich auf jeden Fall damit an irgendeiner Ecke verhaken, auf die Fresse fliegen und deswegen sterben. Ich hatte gerade, kennt ihr den, der kleine Zauberer von Disney quasi? Nein. Der in den Mantel seines Meisters schlüpft und dann halt ganz viele Wasserträger bastelt? Du meinst die Adaption? Den Zauberlehrling. Den Zauberlehrling. Ja, genau, das. Der ist auch so süß in seinem kleinen Umhang und bleibt überall hängen. Jojo, finde ich, einen Vergleich, den man machen kann. Kam mit seiner Magie nicht zurecht, finde ich okay. Ja. Okay, das war's. Ich glaube, mehr brauche ich nicht. Alles andere ist nur noch. Die Brille setze ich selbstverständlich auf, ja, so damit ich Smartlink habe, aber bla. Ich glaube sonst nichts Wichtiges. Das war eine Brille wie Brille, ne? Das war eine Brille wie Brille mit sowas, dass sie mir nicht runterfällt so schnell. Dammit! Okay. Mit einem Gummiband hinten. Quasi. Yay. Wie für alte Leute. Ja, ist mir egal. Easy. Du wirkst klug. Sehr gut. Das sieht man unter den Haaren nicht. Mhm. Moment. Also, Panzerjache ist ja klar. Die Zastava mit Schalldämpfer, die Hämmerli im Tarnholster am Bein. Nehme ich die HK mit? Ja, scheiß was drauf. Die HK kommt an Gürtel. Also wird umgehangen. Und Kampfmesser andere. Alter, ich bin so überbewaffnet. Kampfmesser in den anderen Schuh und Unterarmschlingen dahin, wo sie hingehören. Fühlst du dich wenigstens auch ein bisschen schlecht? Nein, er fühlt sich einfach so wie du als Kaban. Spieler. Das ist halt einfach eine Kampfmaschine. Der muss so rausgehen. Es wird schmutzig. Offensichtlich trägt er nur zwei Waffen. Alle anderen... Offensichtlich trägt er nur zwei Waffen und eins davon ist eine Maschinenpistole. Klar. Ja. In den Wagen tue ich
Feuchttücher und Wechselkleidung. Sehr gut. Sehr schön. Die Feuchttücher sind für die Entfernung von Blut gedacht. Ja, aus dem Gesicht. Ist dafür nicht eher irgendwie Desinfektionsmittel geeignet? Richtig, ich wollte auch sagen, wir holen Feuchttücher. So, Reinigungszeug besorge ich, nehme ich natürlich noch mit. Und jetzt kommt's nämlich. Oh Gott. Da ich natürlich, wir tragen natürlich Handschuhe. Ich bitte den drum. Selbstverständlich. Hallo? Selbstverständlich, genau. Man muss es ja mal erwähnt haben. Ich nehme eine Atemmaske mit. Oh, das ist eine gute Idee, ne? Das ist klug. Ich weiß. Dann. Ich wollte noch irgendwas anderes gesagt haben. Ach ja, genau. Backofenreiniger bzw. Bleiche. Mhm. Für den Fall, dass wir das brauchen. Einwegkommlings für uns beide. Mhm. Das Survival Kit kommt ins Auto. Wofür? Ich gehe nie wieder ohne Survival Kit irgendwo hin. Das ist klug. Du bist klüger als ich. Zu dem Survival Kit kommt auch meine Kletterausrüstung und nur zum Spaß. Die Taschenlampe für Infrarot kommt dabei. Also nehme ich mit. Taschenlampe für Infrarot? Das ergibt keinen Sinn. Wir werden, wenn es dunkel ist, laufen, oder? Lowlight meinst du? Nein, er meint Infrarot. Es ist ein Infrarotstrahler. Okay. Das ergibt deswegen auch Sinn, weil er Infrarotsicht hat, verstehst du? Und die anderen aber vielleicht Lowlight haben. Aber bei Infrarotsicht, da siehst du doch die Objekte, die erwärmt sind. Man kann sie doch keine Taschenlampe für. Nein, du strahlst warm rein in einen Raum und siehst dann halt, was reflektiert. Aha. Das funktioniert schon so. Witzig, dann bin ich nur zu dumm dafür. Das hat keiner bestritten. Ja, deswegen sage ich das ja. Alles easy. Ich wollte es nur verstehen. So, Leute. Macht doch bitte beide mal einen Erinnerungswurf. Du meinst, ob wir überhaupt durchkommen mit dem ganzen Kram und alles? Nee, das habe ich gerade schon mit meinem W10 gewürfelt und ihr werdet leider nicht mehr kontrolliert. Cool. Was haben wir vergessen? Der Zuhörer weiß es bestimmt. Ich nehme noch meine Drohne mit auf jeden Fall. Okay. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht das, was wir brauchen. Ich habe 3 Erfolge, Spielleiter. Du hast Werkzeuge zum Schlösserknacken mit und weswegen willst du da überhaupt hinfahren? Um das Auto zu knacken, wir müssen das Auto knacken. Also nimmst du noch Werkzeuge mit, um das Auto zu knacken? Ja. Okay. Ich war ganz kurz davor, euch es losrennen zu lassen und dann die Arschkarte zu ziehen und zu sagen, habt ihr natürlich jetzt nicht mit. Schade. Dann schlagen wir so lange auf die ein, bis die uns die Zugangscodes geben für das Auto. Das können wir sowieso tun. Ja. Können wir ja dann ändern. Das, okay, tja, na klar. Ja, das ist halt kein lange genug am Leben dafür, aber kann man machen. Autoklau-Kamerad. Juti. Dann muss ich in die Augen reinpieksen, um rauszukriegen, ob er Cyber-Augen hat oder nicht. Mhm. Dann macht Flummi bitte nochmal einen Edge-Wolf. Nochmal 3 Erfolge. Heute ist mein 3 Erfolge-Tag. Nein, ich hatte den perfekten Plan. Ihr wärt da halt reingegangen, hättet euch die perfekte Flanke gesucht und dann hätte Dr. Baryshnikov euch den Auftritt vermasselt. Okay. Deswegen nehmen wir ja die Ersatzkommlings mit. Ja, aber das hat sich ja auch von Delhi auf Flummi verbreitet schon vorher und so weiter. Ja, aber die anderen machen wir ja aus in der Zeit. Richtig. Ja, das geht ja überhaupt nicht. Aber mit 3 Erfolgen dafür haben wir ist das halt leider nicht der Fall. Ich habe schon 2 Erfolge erwartet, aber ist okay so. Ich meine, Einwegkommlink hat halt 0 Virenschutz. Nicht? Ja, gut. So. Schade. Ich liebe Warschau. Ja. Gut. Grandios. Auf geht's. Wir suchen jetzt das Auto. Ah ne, Jojo wird erst noch Kabans Aussehen verändern, weil wir können nicht schon mit den Atemmasken da in der Straße rumrennen. Wir sehen zwar eh schon aus wie ein Monster, aber das ist egal. Ja, mach doch mal. Während der Fahrt kommt natürlich auch alles an Bewaffnung mehr oder weniger ins Schmuggelfach erstmal. CC.
Ja, dann macht er mal eine Kooperationsverkleidungsprobe. Okay, wer macht die Verkleidenprobe? Also wer wird der Meister? Ich glaube, du hattest mehr. Hatte ich echt? Ich habe 3. Also 3. Sip, ich muss mal eben suchen. Meinen bei ganzen, Intuition, weil ich das oder? Nie brauche. Ja, aber das habe ich doch anders gedingst. Nee. Verkleiden, da, ich habe 2. Du bist besser als ich. Dann gib mir Bonuswürfel. Ach stimmt, das war letztes Mal die Situation, wo Kaban gemerkt hat, dass er es ohne Jojo besser kann. Er gibt 2 Bonuswürfel. 3 Erfolge. Ihr seid ausgezeichnet verkleidet. Ihr seht aus wie blutrünstige Monster. Aber das mag vielleicht auch nur an dem Funkeln in euren Äugelein liegen. Ich bin ein Pinscher. Braver Hund. Ein Terrier. Egal. Ich höre jetzt auf, Hundearten durch die Gegend zu schmeißen. Ja. Ein Bluthund. Wüff. Okay. Yay, wir gehen das Auto suchen. Jo, ihr kommt in dem Viertel an, ihr stellt euer Auto so hin, dass es strategisch günstig steht. Das fährt weg, okay. Und dann macht ihr euch auf die Suche. Das ist viel zu teuer, um das da stehen zu lassen. Nicht, dass es eine Kugel abbekommen. Ja. Das kommt noch wieder. Und die Drohne geht in die Luft quasi und fliegt über uns hinweg. So, fliegen da auch andere Drohnen rum? So gut wie nicht. Das ist ein Human Nation Gebiet. Das aber, wird echt beschissen für uns, das ist ja klar, oder? Aber deine Drohne ist halt immer noch ein bisschen mehr als Augapfel groß. Von daher ist es egal, ob da andere Drohnen fliegen. Die sieht keiner. Ja. Und dann habe ich dann quasi ein Auge drauf, so dass ich habe ein Auge auf mein Auge, dass das Ding halt hin und her fliegen kann, um uns mal ein bisschen Rückendeckung geben kann oder halt vorher um die Ecke gucken kann, ob da Leute stehen oder wie auch immer. Ich muss gerade an Stirb langsam 3 denken. Wenn Kaban als Ork durchs humanes Gebiet, also durchs Human Nation Gebiet läuft. So. Ich will im Übrigen meine Maschinenpistole auch so halten, dass man sie nicht unbedingt sofort erkennt. Okay, warte. Ja, es wird mir nicht gelingen. Also sonst rufen die einfach die Bullen und verpissen sie. Das Bullen? Nicht tun. Die rufen keine Bullen. Das wenn ist ein Human Nation Gebiet. Dann können sie die ja gar nicht daran hindern, dann würden die am Ende noch daran hindern, euch aufzuschlitzen. So, Sensor 3 sagst du. Naja, gut. Also, die Drohne fliegt. Ihr geht spazieren. Quasi. Mhm. Und da sind die Leute, die euch sehen. Entweder rümpfen sie die Nase und spucken auf den Boden. Oder sie wechseln die Straßenseite oder so. Teils nicht nur, weil sie denken, dass du der letzte Abschaum bist, sondern weil sie denken, okay, wenn ich zu nah an ihm dran stehe und er gleich explodiert, dann werde ich schmutzig, das will ich nicht. Und vielleicht könnte man sich ja noch mit seinem Ork-Virus infizieren. Nee, darum geht's denen nicht. Die wollen einfach nicht in der Schusslinie stehen, wenn die gleich über dich herfallen. Manche von denen. Andere wollen sich natürlich nicht mit dem Ork-Virus infizieren, das ist richtig. Dann natürlich der Standard hier, sowas wie gemurmelt ist, so ein junges Mädchen, die sollte sich verschämen. Was man halt kennt. ja, noch keine Gänger. Aber ist schon ungemütlich. Die Drohne wird ja sinnvoll so für euch herfliegen, dass ihr seht, wo es ungefähr hingehen könnte. Es gibt Garagen in dem Gebiet, und zwar einige. Die sind auch groß und da stehen verschiedentliche Fahrzeuge davor mit ein paar Gängern. Mit ein paar meine ich 5. Fragen wir dich auch mal, ob die unser Auto gesehen haben. Mach da mal bitte Intuition und und Reaktion, das wäre dann nie. Nee, Intuition nee, wäre 2 Erfolge, 3 Erfolge doch wurde nicht, zum 2 Erfolg. So, Entschuldigung. Nur kabern. Ohne ich alles. Dann macht doch mal bitte. Verzeih das mal, war nicht der Plan. Es ist seine Drohne. Okay. Wahrnehmung ohne alles, hast du. Ja. Limit 3. Also,
Aber mit Intuition. Ja, ja. Ah. Fast ohne alles. Ja. Mit 4 Folgen komme ich an mein Limit. Alter. Mhm. Kaban am Limit. Kaban Unlimited. Ich wollte ihn nicht bringen, deswegen habe ich diese Pause gelassen, um mich zu beherrschen. Okay. Was die aus dem einen Auto. Wolltest, dass ich das für dich tue. Genau. Was die aus dem einen Auto, was auch so ein bisschen in die Richtung geht, also Transporter, alter Abgefuckte, rausholen, das sind halt Kisten. Und du siehst dann gerade noch, wie die die eine Kiste mal kurz aufmachen und reingucken, da sind Waffen drin. Und oh, zwar nice. Siehst du mehrere Pistolen und ein Sturmgewehr. Das sind Sachen, an die nicht rankommen sollten. Das, richtig, wir sollten die vielleicht von dir wecken. Das ist nicht eigentlich, das macht das man gehört nicht. Sich nicht. Nein, es ist auch tatsächlich so, dass es, bei mir gibt es ja nicht so viele Sturmgewehre im Umlauf. Ich weiß, mir. Shotgun. Hä, was, wer, wie, wo? Das sage ich auch so, und dann zeige ich dir den Platz. Ich sage Shotgun und dann zeige ich dir das Bild von einem von dem Sturmgewehr. Meins. Das kannst du vergessen. Haha, wer zuerst kommt, Matthias? Ich guck dich wirklich fragen dann. Willst du jetzt echt eine Schießerei anfangen? Darf mir nicht erstmal das Auto suchen? Aber Sturmgewehr. Was? Wir gehen da einfach rüber, wir müssen ja nicht mit den wir müssen ja nicht schießen. Wenn. Sag mal, siehst du dich noch? Wir gehen da einfach rüber, wir müssen ja nicht schießen. Hä? Was denn? So stark können die doch gar nicht sein. Alter. Weißt du, was passiert, wenn wir da jetzt einfach so hingehen, ne? Also wir werden uns das Ding auf jeden Fall gleich noch unter den Nagel reißen, aber ich will erst wissen, wo das scheiß Auto ist. Ja, okay. Die werden gleich von alleine Stress machen. Außerdem weiß ich gar nicht, ob die Muni dafür haben. Die werden die Waffen wohl kaum geladen, Dixon. Wahrscheinlich nicht. Dreckige kleine Scheißwichser. Na, keine Ausdrücke im Podcast. Genau. Dreckige kleine verfickte Scheißwichser. So. Dreckigen Nazi-Bild, Bastarde. Ja, Jojo will den Bumsbulli finden. Ja, ich schraube, also man sieht, sie sieht quasi, wie ich meinen Schalldämpfer aufschraube. Easy. Die Garagen sind das Beste, was sich anbietet, weil das ist die größte Konzentration die Gänger sind davor, an Gängern. Ja. Ich mach gerade Twitter und so. Achso. Okay, dann wird wahrscheinlich der Bumsbulli da drin sein. Sehr gut. Mhm. Meinst du, wir sollten die höflich fragen, ob sie uns den Bumsbulli geben, oder könnten die das als Provokation sehen? Wir könnten schon mal nah rangehen, dann werden sie wahrscheinlich aufdrängend werden und dann erschießen wir sie einfach. Dann fragen wir sie einfach nett. Im Morse-Alphabet. Du hattest quasi auch Schutz gegen Blitze, ne? Mhm. Gut. Du willst jetzt keine Granate zünden? Nein, aber meine kleine Drohne hat ein kleines Flashback dabei. Praktisch. Sie. Sag Bescheid, wenn, dann mache ich die Augen zu, weil die Blitzkompensation ist zwar gut, aber irgendwie hilft die meisten. Habe ich viel so rausgekriegt, dass die gegen solche Sachen nicht so gut hilft. Ein Thema. Also, wie gehen wir vor? Wo stehen wir? Ich brauche nochmal den Twitter-Link, bitte. Ich dachte, wir haben keinen, machen keinen Twitter-Link. Machen wir bitte schnell, Kaban. Hab ich schon. Okay, du bist so vor 2-3 Sekunden. Ernsthaft. Warte. Oh, jetzt habe ich das auch gelesen. So. Garage. Ja, schön. Aber richtig mit. Ich dachte, das wären irgendwelche besonderen Merkmale, dass du dir merken kannst, was da drin ist, aber. Das ja, doch. Sinn. Das eine ist ein Rover und das andere ist ein. Gacho. Das andere ist. Ank. Die AG für Zerkleinerung. Und das E ist Ende.
So, weiß ich Bescheid, wo ihr steht. Ihr steht links, das kann man ja eindeutig erkennen aufgrund meiner hervorragenden Performance im Titel, ist eine Straße. Das ist Schwarze da. Ihr steht irgendwo so noch nicht da. Ich meine, die Drohne hat das überflogen, aber von da würdet ihr kommen. Da droht der von andere oben oder da unten? Unten. Von oben. Und das andere sind einfach Häuser. So, das andere rote Gedöns. Aber ich werde das vielleicht retten. Nee, mach ich nicht. So. Was sind das für Häuser? Also, wie sind Wohnhäuser. Die Häuser so beschaffen? Die sind aus Baustoff. Oh, ich kann hier keinen Push-to-Talk drücken. Die sind aus Baustoff, mit Glas versehen auch zum Teil, ja. Türen sind vorhanden, was willst du wissen? Na, mein Plan wäre jetzt, offensichtlich kommt man da von den Häusern, hat man einen ganz guten Blick auf diesen Innenhof, nicht wahr? Das heißt, da werden wahrscheinlich noch mehr Gänger drin sein. Was? Scheiße. Hey, die haben da nur ein Sturmgewehr ausgeladen. Ich sehe keinen Grund, warum da mehr Gänger sein sollten. Scheiße. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass vielleicht die Kreuzer etwas zu groß sind vom Maßstab. Ne? Das sind die Typen, aber vielleicht sind die etwas kleiner, weil das sind Häuser. Na, das Ding ist, man hätte halt eigentlich eine hervorragende Möglichkeit von den Häusern aus, die einfach unter Beschuss zu nehmen, weil die von da echt eine beschissene Deckung haben. Aber die Häuser werden voller Gänger sein. Das heißt, wenn wir nicht erst die Häuser... Ich schwenk mal mit der Kamera quasi durch die Fenster. Kann man da reingucken? Verspiegelt. Nicht unbedingt. Billig. Doch. Schade. Das habe ich schon öfter versucht. Beim Spielleiter waren immer alle Fenster verspiegelt. Das sind ziemlich verspiegelt. Es ergibt ja auch Sinn, aber man kann ja auch mal Glück haben. Man kann auch mal Glück haben. Habt ihr nicht. Hey, das eine Fenster ist aber angekippt. Passt meine Drohne da durch? Klar. Wie laut war diese Drohne, wenn sie fliegt? Super leise. Also ich meine, wenn du in einem Raum sitzt, keine Musik hörst, nicht sprichst und nicht kochst und sowas, dann hörst du sie natürlich. Dann würde ich da eventuell einmal kurz reinlinsen und wieder rausfliegen, relativ zeitig. So dass man so halt einmal reinlinsen, rausfliegen, gucken, was da, und dann noch die Aufzeichnung gucken, was da drin war. Jo, sie streiten die Kinder, der Junge gewinnt die Überhand, weil er seine Schwester an den Haaren ziehen kann. Sehr gut. Das sieht mir nicht nach Ganggebäude aus. Heißt nichts. Aber ist egal. Einfach reinstürmen, quasi die fünf umnieten und gucken, dass wir schnell wegkommen. Ja, am besten mit den Knarren. Sie. Ich finde nicht, dass... Das ist euer Endplan? Mein Endplan ist erstmal ins Haus zu gehen. Okay. Irgendwie durch einen Hintereingang oder was weiß ich nicht wie in dieses Scheißhaus in eins der beiden Häuser zu kommen, das was besser ist. Wobei das obere ist besser, weil sonst müssten wir erst da vorbei. Jo, es gibt auch mehrere Eingänge, manche sind auch an der oberen Seite und die Türen sind nicht, also geschlossen ist natürlich übertrieben. Offiziell sind sie zu. Nee, auch das nicht. Die eine hängt so in den Angeln, dass man sie nicht öffnen kann, aber sie ist halt so weit aufgeschoben und verkeilt, dass man durchgehen kann, wenn man den Bauch einzieht und du, wenn du nicht den Bauch einziehst. Praktisch. Ich ziehe meinen Bauch ein. Du kommst mit? Na, ist es nicht klug, wenn einer draußen bleibt und einer reingeht? Okay, lass den Ork im humanes Gebiet draußen stehen. Willst du mit reinkommen und ich soll draußen bleiben? Nee, eigentlich hast du bessere Positionen, darum hast du wohl recht. Geh rein, ich komme hier unten schon klar. Jojo sucht sich, ja, dann bleib doch erstmal da stehen, wo sie dich nicht direkt sehen. So, und dann sage ich dir gleich Bescheid und dann wir haben eine Comlink-Schaltung. So. Jojo sucht sich jetzt eine günstige Position. Um sie guckt rein vorsichtig. Zu gehen? Was? Um da reinzugehen oder was? Sie ist doch schon drin. Ach so, ja, okay, gut. Und wofür eine günstige Position? Um da rauszuschießen, dann auf den Innenhof. Ja.
Okay, sie gut. Guckt also du mal, gehst ein paar Treppenstufen sie, hoch und sie so, guckt okay. Erstmal vorsichtig so ein bisschen durchs Haus, weil sie halt siehst schon. Siehst du den Teil, den hatten wir jetzt irgendwo übersprungen. So, ja, gut, das du, macht du siehst halt übelst abgerissene Türen und das schimmelt und das ist nicht schön und du hast natürlich, hörst alles durch die Wände. Halt so eine richtig gute untere, du weißt genau, was da passiert, dort, wo es ruhig sind, sind vermutlich alle richtig gut eingechippt oder auf Drogen oder was auch immer. Das Trittprogramm spiegelt viel wieder, sage ich mal. Dann gehst du halt noch einen Treppenabsatz hoch, weil besserer Winkel. Und dann, ja, dann siehst du halt zwei, drei glatzköpfige Typen, die gerade eine Tür aufreißen. Offenbar sind Schlösser etwas, was man leicht umgehen kann. Gänger? Und, ja, die sind ja glatzköpfig und du weißt ja, wie das ist, ne? Hm. Das ist ja deren Markenzeichen, weil sie dann ihre Ohren nicht verstecken können. Dann sieht man gleich, dass das ordentliche Menschen sind. Und, naja, die fordern dann halt den Beitrag zur Gründung der Human Nation. Besteht aus mehreren Dingen. Auch, naja. Also es hilft offenbar, es hilft Ressourcen einzufordern für halt diese Gründung. Zum Beispiel auch 2 Stunden lang die Älteste der Familie. Also die älteste Tochter mal kurz mitzunehmen. Nee, und so Sache. Das du ist meinst schön. Also, das ist der Punkt, wo Jojo einschreiten sollte? Das habe ich mit keinem Wort so gesagt und würde mir das auch niemals... Nein. Du meinst also, das ist der Punkt, wo Jojo einschreiten sollte? Die weiß auch, dass sie da helfen muss. Die ist sich darüber wohl im Klaren. Es sind sich eigentlich alle im Klaren. Vom Gefühl her, wenn du einschreitest, werden die Leute, mit denen das gerade gemacht wird, dir in den Rücken fallen. Du meinst also, Jojo sollte warten, bis sie beschäftigt sind und dann die Gelegenheit nutzen? Ich bin mir nicht sicher, ob diese ganze Aktion an sich da Shit ist, sag ich mal. Du möchtest also, dass wir uns den Bumsbully nicht wiederholen? Doch. Der Meister soll nicht wollen. Ich finde, der Bumsbully darf nicht verloren gehen. Wir haben es bisher nur so gehalten, dass wir diese Wir gehen rein und töten alles Aktionen nicht so oft noch nie gemacht haben. Und jetzt sind es halt viele Leute. Und die könnten bewaffnet sein. Und du bist halt Jojo mit Konsti 2. Und hast so 8 Panzerungswürfel. Und so ein Sturmgewehr hat halt PP minus 2 oder minus 3 oder sowas. Du meinst macht halt also, 10 Grundschaden. Du meinst also, sie sagt mal kurz, Kaban, es wäre vielleicht ganz gut, wenn du mit hochkommen würdest. Hier sind ein paar mehr. Okay. Ich möchte vermeiden, dass wir, wenn wir jetzt an den Innenhof rangehen, dann von denen oben durchs Fenster abgeknallt werden. Ich schleiche in ihre Richtung. Juti, mach doch beide mal einen Infiltrationswurf, bitte. Yay! Weißt du, wer von uns beiden den jetzt gleich verkacken wird? Vermutlich du. Ja, wie immer. Ich glaube, Deli muss einfach mal zuerst würfeln. 4 Erfolge, top das. 4 Erfolge, ich habe genauso viel. High Five. 4 Erfolge reichen. Mir reichen 4 auch schon. Alter. Dem Meister auch. Wir sind besser als der Spielleiter. Bam. Hattet ja aber auch mehr Würfel. Ja. Aber das ist, ja, gut. Easy. Ihr schleicht. Die nehmen das Mädchen jetzt mit. Und ihr würdet so lange warten. Beziehungsweise die beachten dich halt auch nicht. Und nehmen noch ein bisschen anderen Stuff mit, gehen dann, also einer geht zu einer weiteren Tür, holt dann noch ein bisschen was raus, aber die sind alle noch in Sichtweite, bevor du wieder etwas Dummes machen willst. Und verziehen sich dann weiter nach oben. Wenn du dann noch ein paar Schritte näher zur Treppe gehst wieder, dort oben, das ist dann der 4. Stock, sollte ich richtig gezählt haben. Und es gibt insgesamt 5 Stockwerke. Da gibt's halt auch viel Gegröhl, geklappt, was untertrieben, so Dinge, die zerbersten und Bierflaschen, die irgendwie und Dosen und ne, was alles, was Spaß macht
Und dazwischen auch immer mal halt, ja, das ganz normale Humanation! Sowas in der Richtung. Jetzt eine Panzer, jetzt eine Splittergranate, das wäre ein Traum. Julia, kommt gerade Erinnerungen hoch. Wenn wir leise sind, das wird wahrscheinlich nicht leise vonstatten gehen. Wir sind zu langsam, um leise die 5 auszuwipen, oder? Wahrscheinlich. Außerdem weiß ich nicht, was die für Knarren haben. Wie gesagt, wir sind am Arsch, wenn wir da unten schießen. Die schießen uns von oben die Köpfe weg. Mhm. Und wir haben keine Deckung. Gut. Weißt du, wie viele da oben sind? Null Ahnung. Ich versuche das mal... Warte mal kurz. Man hört zartes Mädchengeschrei. Ja. Ich wünschte, Conny wäre hier. Ich wünschte, Edgar wäre hier. Muss ich schon wieder rausschneiden. Mann, heute ist aber auch... Du nimmst deine Drohne und fliegst nach oben, wolltest du gerade andeuten, ne? Nein, ich benutze meinen selektiven Geräuschfilter, um einen nach dem anderen die Stimmen auszufiltern, und zwar relativ zeitig. Um sie dann zu zählen. Menschenskind. Dann mach doch mal Wahrnehmung. Mithören wahrscheinlich, ne? Gern. Da fällt mir gerade was ein. Hm. Naja, von wegen Splittergranate. Dir fällt ein, dass Dinge... Mir fällt ein, dass ich zaubern kann. Ach so! Aber du denkst dran, nur Betonform, mehr ist nicht drin. Ich habe nur 2 Erfolge. Mindestens 4. Vermutlich deutlich mehr. Also was heißt, naja. Auf jeden Fall werde ich bei dem 4 in unmittelbarer Nähe und über das Stockwerk verteilt, vermutlich mehr. Aber ob dann wiederum alles Nazis sind, ist natürlich die Frage. Spätestens bei der Mädchenstimme schalte ich meinen selektiven Geräuschfilter aus. Ach, die werden schon genug Hangarounds da haben. Was kannst du machen, um 4 Leute gleichzeitig auszuwipen? Schnell ist alt. Sonst geht er gleich alleine hoch. Nichts ohne nicht alle anderen, die da in dem Raum sind, auch zu treffen. Kannst du sie einfach nur betäuben oder sowas? Es geht um das Kind, was dabei ist. Hey, die ist mindestens 17. Das ist das Kind. Die ist erwachsen. Egal, warte. Betäubung, Fläche, doch, das geht. Kriegst du es hin? Ich kann es versuchen. Gut. Er legt seine Maschinenpistole wieder auf seinen Rücken und zieht seine Pistole wieder. Ich vertraue dir da mal. Das muss schnell gehen. Ja, aber ich muss da rein. Kein Problem. Jetzt schleicht Kaban vor. Jo. Es dauert, um sich zu öffnen. Es dauert lange. Das Ding ist, Kaban schleicht vor und ist oben und da ist halt ein Flur. Und dann sind da verschiedene Räume und da kommt aus dem einen dann das. Also ihr habt noch genug Zeit. Du musst erstmal damit klarkommen, dass du jetzt doch was kaputt machen sollst. Ich verstehe dich. Ihr identifiziert dann auch relativ schnell die Tür, wo der meiste Spaß abgeht. Ist es auch das, wo das Mädchen drin ist? Naja, deswegen sage ich doch der Spaß. Gut. Kaban zieht einfach nur 3 Finger hoch, also guckt dich an, holt 3 Finger, nimmt 3 Finger hoch, wartet kurz und dann geht ein Finger runter, 2 Finger runter und beim dritten Finger würde er dann quasi die Tür eintreten. Schboink. Gut, Jojo kann... es wird vermutlich sowas Ähnliches passieren wie bei Wally. Das wird wieder so eine Art Druckwelle sein. Es wird aber jetzt, um den Spielleiter da jetzt nochmal zu dingsen, das ist quasi jetzt ein Schadenszauber, aber auf geistigen Schaden und als Flächenzauber. Force? 4. Dir muss ja viel auf einmal reißen. Okay. So. Genau.
3 Erfolge. Ha, ich habe gerade überlegt, aber so viel Panzerung wird es da wohl nicht geben im Moment. Obwohl. Ja, komm, übertreib mal nicht. Okay. Ja, wie gesagt, also es wird wieder eine Druckwelle sein. Sie wird auch vermutlich nicht so richtig leise sein, aber es werden Dinge umfliegen und all so ein Scheiß. Ja. Du kannst gleich mal deinen Zug mitwürfeln, der ist ja F plus 1. Hab ich schon. Achso, okay. Hast du irgendwas bekommen? Ja, ein K quasi. Okay. Ja, ich bin bald soweit. Was, Moment, F plus 1? Dann habe ich den... Ah, Entschuldigung, dann sind es 2, dann ich habe den alten Screen noch. Ich würde mir dann den anvisieren, der noch steht. Ja, Moment. Die haben alle noch nicht widerstanden. Gut. Ja, aber nur als Ansage. Also der am unbetroffensten davon ausgeht, der kriegt gleich 2 Kugeln. Oder mindestens eine. Jo, warte. So, aha. Da können wir ja mal das machen. Sekunde. What? Ouch! So, also dein Grundschaden ist doppelte Force plus Nettoerfolge sind 11. Boah, mache ich viel Schaden. So, der eine hat also 10G. Scroll gefälligst runter. So, und der eine hat... Oh Gott, das muss man tatsächlich aufschreiben. Ich hatte dich. 6G. Easy. Dann nochmal einer mit 10G. Dann einer mit 8G. So, das Mädchen habe ich gar nicht gewürfelt, aber ich glaube, die werde ich auch einfach nicht würfeln. Und dann hat einer 0G. Was? Der hat 11 Erfolge, Drecksack. Achso, nee, Quatsch, 2G. Entschuldigung, 11 habe ich jetzt verwechselt. Der hat 9, das reicht aber schon. Drecksack. Alter, 1, 2, 3, 4, 5, naja, 2 davon 6, haben 7, sich 8. noch nicht beteiligt und hatten deswegen noch Panzerungen. Boah, so, die mit 10G haben, die kippen wahrscheinlich eher aus den Latschen fast. Ja, was heißt aus den Latschen? Sie kippen quasi an die Wand. Ja. Und kippen ist, ne, du weißt schon. Fliegen. Schboink und so. Butz! Der eine ist schon mittelmäßig mitgenommen, der andere, der weiß auch, die wissen ja auch gar nicht, was da gerade passiert. Und der eine, den drückt es noch so ein bisschen gegen die Wand und ja, der ist, glaube ich, dein Ziel. Das meintest du, ne? Ja, der ist mein Ziel. Easy, shoot it, bitch. Also hier im Haus Schalldämpfer nicht die Schrote, die ist zu kompliziert. Dann triffst du vor allem auch das Mädchen. Eben, das will ich ja nicht. Deswegen will ich jetzt erstmal das Kaba an. Erstmal Kaba. Ja, klar. 4 Erfolge. Jo. Warte. Boah, ich sehe schon gar nicht mehr durch. Ist aber auch nicht so schlimm. Also, 4 Erfolge. Das ist dann irgendwas von 10k, ne? PB? 8k minus 1. Hä? Plus Netto? Mit deinen Nettoerfolgen? Achso, dann wären es 12. Ach, 12. Also, die machen ja jetzt ein bisschen mehr Schaden, habe ich gehört. Das stimmt. Ja. Das war also der Default-Schaden ist 8 minus PB 1. Okay, so, der ist also, ja, der hat also Schmerzen, habe ich gehört. Gut, zweite Mal schießen darf ich, glaube ich, nicht, ne? Nee, kann niemand. Richtig, da war was, ich hätte vorher zielen sollen. Machen wir nochmal Inni, ich glaube, ich muss nur für 2 Inni würfeln.
Nee. Ich hab 11. Dito. Okay. Was hatte ich hier gewürfelt? Ich hatte gewürfelt eine 4. Ist ja beeindruckend. Okay, also. Ihr zuerst, Jojo. Ah nee, Jojo? Du hast Schaden bekommen. Also, Daddy. Ja, dann ziele ich eine Runde auf den Typen. Und verpasse ihm noch. Also, das ist der. Oder der andere sieht nicht so schlimm aus. Naja, egal, ich habe den im Visier. Ziel nochmal und schieß dem nochmal eine rein. Durch das Ziehen kriege ich schon einen Bonus oder noch nicht? Naja, plus 1. Jo, der wird ausweichen. Was hat der für ein Ausweichenpool, Alter? Nein, das erste ist sein Ausweichenpool, das zweite ist sein Panzerungspool pro Foma. Oh, weil ich klug bin, aber er hatte 2 Erfolge. Ja, ich wollte gerade sagen, ob ich das Edge habe. Nein. Nicht. Oh, einfach nicht. Das brauchen wir noch. Okay. Jojo. Tja. Hat irgendwer von denen eine Waffe in der Hand? Nee. Noch nicht. Also, nein, lassen wir das. Ja, dann. Du weißt schon, den Prügel ist der so. Jetzt dran. go for it. Einfache Handlung. Zielt eine ziehen. Runde ab dafür. Du kannst nicht zielen. Einfache Handlung. Waffe ziehen. Hä, hab ich doch vorhin schon gesagt. Ach so? Ja, dann. Ziehst du eine Runde. Zwei Erfolge, Alter, bin ich schlecht. Alter, bin ich schlecht! Aber er trifft. Aber du triffst, er hat nämlich nur einen Erfolg. Und er hatte einfach nur 2. Achso, er hat einen Erfolg. Und nur 2 Schadenswiderstandspunkte. Also, ja, du schießt ihn halt einfach tot. Belassen wir es doch einfach dabei, dass deine Kugel einfach seinen Brustkorb leicht einnähen wird. Ja, das finde ich okay. Und dann so ein paar Stücke rausreißt. Finde ich okay. Finde ich eigentlich, ja, ne? So, einer kann ja noch von denen. Ja. Der wird jetzt eine Waffe ziehen. Wird er auch versuchen, was zu machen. Der hat ja nur 6G, da kann ja eigentlich gar nichts schief gehen. Richtig. Er schießt auf den großen bösen Ork. Geek the Mage first. Ey! Scheiße. Aber sie steht doch so halb hinter mir. Kriegst du nicht halbe Deckung bei mir? Dann hätte ich Abzüge gekriegt beim Schießen. Geil. Ja, dann hätte sie aus der Deckung schießen bekommen. So ein Ärger. Ah! Fuck you, bitch. Gutes Mädchen. Ich bin so gut. Hm. Keine Nazis machen mich platt. Hm. Okay, wartet. Ihr ja, etcht das, wa? Nein, so der etcht nicht. Okay. Es wird Folgendes passieren. Ihr knallt den Typen ab. Er ist tot. Hä? Achso. Na, ihr seid jetzt nochmal dran, bevor er dran ist, ja, okay. Und dann ist er einfach tot. Dir ist klar, dass die anderen jetzt auch noch, damit die nicht wach werden, ne? Knallt sie einfach alle ab. Das sind Nazis. Während sie das macht, schließe ich quasi die Tür und horche an der Tür. Mädchen raus. Nein, die bleibt drin. Ah nee, die ist eh bewusstlos, ne? Richtig. Naja, die hat's ziemlich gegen die Wand gescheppert. Die muss aber nicht zwischen den ganzen Leichen liegen bleiben. Nein, aber erstmal geht jetzt die Tür zu und wir bleiben hier drin ruhig. Jo, ihr hört ziemlich viel Gerappel und Leute und Waffen entsichern und Geschrei. Was ist unten auf dem Flur, auf dem Hof los? Da ist ja meine Drohne noch. Die Leute ziehen sich einigermaßen so zurück, dass sie den Anschein von Deckung... Ah, naja, stimmt, das Auto steht noch da. Sie bringen sich hinter dem Auto so in Deckung, dass sie von der offenen Seite, wo die Leute halt reinkommen könnten, einigermaßen geschützt sind. Und schreien irgendwelche Sachen in ihr Comlink. Kann ich meine Drohne in dieses Zimmer bringen? Durchs Fenster? Ja, dauert eine Weile, aber sie wird kommen. Ja, ich meine, wenn man das Fenster öffnet, dann sieht das... Achso, na klar, du... Fenster offen, easy, Drohne. Sehr gut. Gut, dann hoffen wir mal, dass nicht durch die Tür jetzt kommen.
So war nämlich nicht der Plan. Also, wäre das Mädchen nicht gewesen, wäre der Plan anders gewesen. Aber egal. Warum willst du dich dann hier in dem Zimmer verschanzen? Wir gehen jetzt hier raus gleich. Aber die Drohne geht als erstes raus. Ja. Ne? Pass mal auf, ich will zumindest das Mädel hier rausbringen. Die muss nicht zwischen den ganzen Leichen wach werden. Die kommen links der Toten, so piepen. Also klingeln. Oh. Mhm, so. Hätte ich rechnen sollen. Ja, die Tür... Ich mach die Türen spalt weit auf. Mach mal, Inni. Nein, stopp, das war falsch. Ihr macht Reaktion und Intuition beide. Das ist eine Überraschungsprobe. Ich will gesagt haben, dass ich an der Tür hörte, ne? Was? Du willst was gesagt haben? Dass ich hörte an der Tür, ob da jemand kommt. Ja. Die war ja übelst viel Gerappel schon, übelst viel Leute. Die ganze Zeit. Zwei Erfolge. Pass auf, der Spielleiter wirft jetzt nach 4. Nee, brauche ich gar nichts würfen. Das ist eine Überraschungsprobe. Ihr braucht 3 Erfolge. Oh, das ist schlecht. Das heißt, möchte ich das ätschen? Ihr könnt euch nicht verteidigen, wenn ihr keine 3 Erfolge habt. Ich glaube, wir wollen das ätschen. Ja, wir wollen das bitte ätschen. Ich möchte meinen Edge-Würfel nachwürfeln. Okay, mach das mal. Ja. Ja, ich darf noch eine 6. Brauche ich noch mehr Erfolge? Na, du brauchst 3 Erfolge. Und dann habe ich jetzt insgesamt 4 Erfolge. Oh ja, und ich könnte jetzt noch eine 6 nachwürfeln. Ist egal, ab 3 ist alles egal. Okay. Okay. Ich möchte bitte ein bisschen in Deckung gehen. So, Gaban, was mit dir? Du hast auch geätscht, ne? Ja. Hast du es auch geschafft? Ich habe gerade den Überblick. Ja, ich habe 4 Erfolge. Hatte 4 Erfolge. Also easy, insgesamt 6. Easy. Okay, ihr könnt jetzt reagieren, indem ihr euch auf den Boden werft. Ich denke, das ist klug. Ihr hört, dass in sich mehrere Waffen, die dazu in der Lage sind, Sperrfeuer zu legen. Oh. Die Wände sind, wie gesagt, dünn. Ihr werft euch auf den Boden. Und dann werden hier Wände zersiebt. Oh. Okay. Easy. Ihr könntet jetzt was machen. Ihr bekommt halt minus meine Erfolge bei Sperrfeuer. Und ich würde das laufen lassen... Wie eine Teamwork-Probe würde ich das machen. Ich würde den höchsten Erfolgsgrad nehmen, weil das sonst sinnlos wäre. Würfen wir da einfach mal kurz. Du meinst blindes so. Feuer durch die Wand. Nein, das ist schwer. Und dann noch minus 4. Ja, wir können es vergessen. Wir können nichts tun. Ich wechsle von meiner Pistole auf meine Maschinenpistole, wenn das geht, ohne dass ich sterbe dabei. Das ist, glaube ich, okay. Du liegst ja quasi drauf. Läuft. Und es wäre jetzt Zeit für die Knifte. Schroti. Easy, Waffenwechsel, kann man machen. Noch was? Naja, wir zählen die Sekunden. Irgendwann werden die auch keine Munition mehr haben. Das ist richtig. Da es kein hochprofessionelles Eingreifsquad ist, was sich abwechselt, ist das absolut richtig. Mhm. Das hört irgendwann auf. Und dann sind genug Löcher in der Wand, dass wir sie sehen. Richtig. Da hast du aber vielleicht falsche Vorstellungen. Das Ding ist, durch Löcher in der Wand, da fällt immer Licht durch und dann ist das vielleicht nicht der richtige Winkel und die Löcher sind insgesamt sehr traurig. Ja, aber das sind extrem dünne du Wände, siehst, die sind extrem ja, die zersiebt. Brechen natürlich raus. Da brechen zum Teil ich möchte raus. Währenddessen gucken und mit meinem selektiven Geräusch da die Quellen so grob eruieren, wo die herkommen könnten. Das kennst du ja, der kann das Ratatatatam ja, natürlich, aber das Ding ist, es sind halt mindestens einfach 9 Leute vor der Tür. Schön. Es rennt ins Ganghaus rein. Ja. Wollt einfach was zerstören. Jetzt könnt ihr, ja, habt ihr geschafft. Habt eine Wand kaputt gemacht und musst es nicht mal anstrengen. Ja, siehst du, die machen ihr die ganze Stecher Arbeit für ihr. Uns. Ja, klar, so, machen ihr könnt die ganze was sehen. Da. Ich könnte noch mal zaubern. Also, das die standen die vor der Tür und haben die alle in eine Richtung geschossen oder haben die sich gegenseitig im Sperrfeuer wieder gesiebt? Ja, ganz ehrlich, also, das war jetzt so, ey, Moment mal, die einen stehen links, die anderen stehen rechts, oder? Im Raum und alle schießen in sobald die Mitte. Soweit du sehen kannst, das war ja ein Flur, auf dem die Stunden, weil ihr seid ja in einem Raum, das heißt, in dem Flur werden sie entweder so sich hingehockt haben, dass sie in Türen von anderen Räumen gegenüberliegend waren oder halt in dem Flur direkt, das heißt, schon aus einer Richtung in eine Richtung. Okay, sehr schön. Dann sieht man an den Wänden auch Punkte, die massiert sind mit Kugeln vielleicht, weil... Du siehst an ein paar Stellen auch ein paar Typen durch. Das ist tatsächlich richtig. Na dann. Easy going. Wenn ich Leute sehe, sehe ich Leichen. Easy going, sagt er.
Easy going, das läuft. Easy going, sagt er, okay. Beauty. Never retreat. Dann mach doch mal Inni. Ich hab ja vorhin schon Inni gewürfelt. Ich hab mich übrigens verwirrt, das sind nur 8 Typen. Oh Gott, das wird eng mit meinem Edge. Egal, ich möchte Edge auswenden, damit ich 5 Würfel würfeln darf. Das wäre eigentlich echt klug gewesen. Naja, egal. Kannst du meinetwegen noch machen, würfelst halt noch 4 weitere. Ja. So, 10, 20, 23, dann komme ich auf 31. Jöjö. 17 und 7. Also 24. Okay. Ich habe wieder Scheiße gewürfelt. Ist auch kacke. Inni 24, so eine Scheiße, Alter. Oh, ist da wirklich ein Scheißwurf, sehe ich gerade. Okay. Ja. Kann man machen. 3, 2, 1, meins. Ja. Entschuldigung. Ja, okay. Nee, war dumm. Merkst du selber. So, pass auf. Kaban, könnte sein, dass du der Erste bist. Ah. Ja. Sehr gut. Den ersten, den ich durch die Wand sehe, lang und eng quasi. Das gibt's nicht mehr. Bei mir kein Dings mehr. Kein eng. Gibt's ja auch, glaube ich, in SF5 gar nicht mehr. Richtig. Gibt's, glaube ich, wieder mit dem Dings da Pseudo-Arsenal, aber hab ich keinen Bock drauf. Aber lang gibt's noch. Was war noch mit Rückstoß etc.? Das in der ersten Runde gar nicht, ne? Oder wie war das? Nee. Rückstoß, wie viel hast du Rückstoßkombination mit Stärke? Ach ja. Ich glaube, ich hatte das damals sogar schon richtig eingetragen mit Stärke. Kann das sein? Viel. Genug. Bin ich nicht sicher. Es sind immerhin 5. Nee, also die HK hat nur 1 und die Stärke habe ich nämlich reingerechnet. Wie viel kriege ich Stärke, durch? Wie viel hast du? 8, ne? Ja. Okay, dann sind das normal. Wird das aufgerundet? Ich denke, das wird aufgerundet. Also 3, also hast du 4, also hast du minus 1. Und aus der Deckung schießen ist nochmal minus 1. Mach sie fertig, Kaban. Ah, 2 Erfolge. Hey. Aber immerhin, da es kein Eng mehr gibt, gibt es nur noch lang. PB? PB ist gar nicht vorhanden. PB 0 hat die, glaube ich, die Maschinenpistolen. Ja. Ich erinnere mich an ein solches. Aber das Ausweichen ist halt wesentlich schwerer. Ja, ich weiß. Okay, der Grundschaden ist jetzt damit... 7. Grundschaden ist 7 plus meine Nettoerfolge wären 2. Das sind dann also 9, das wären also 5K-Schaden. Rude. So, war das also deine Handlung? Ich darf nicht nochmal angreifen. Ich fange an auf den nächsten... Nein, ich fange an auf den zu zielen. Okay. So, ich glaube, es könnte Jojo sein. Ja, da glaubst du richtig. Pass auf, das Ding ist... Wie viel sehe ich denn? Wäre es möglich, ohne dich zu bewegen, 3. Ein Flächenzauber geht jetzt gar nicht, ne? Wieso? Stimmt, okay. Ohne mich zu. Ja, gut. Dann wird es dasselbe sein wie vorhin nochmal, weil das das Einzige ist, was ich machen kann, aber nur ein Dreier Force. Okay. Du siehst 3 Leute, aber du kannst. Du weißt, also du siehst nur 2, die du auf einmal damit treffen könntest. Ob du mehr damit treffen wirst, weißt du nicht. Okay. Oh. Naja, Edge das, du hast noch Edge. Stimmt. Du weißt, dass die ausweichen können, die kriegen halt nur minus 2. Stimmt. Dann würfel ich meine Edge-Würfel. Auf der anderen Seite solltest du vielleicht deine Edge-Würfel für das beides mal Levitieren benutzen, das du bald brauchen wirst für euch beide. Um uns da runterzukriegen, das ist um euch da rauszukriegen, ja. Richtig. Ja.
Denn ich meine, ich liebe euch, aber ich sehe beim besten Willen nicht, wie ihr die jetzt alle töten wollt. Ich hab noch 3 Edge. Aber die wissen nicht, dass ich gerade zaubere. Wie wollen die denn da ausweichen? Weißt du immer genau, wann jemand vorher den Abzug drückt? Du bist generell in einem Kampf darauf vorbereitet, dass sich irgendetwas trifft. Du hast ja recht. Sieh. Ja. Egal, ich will jetzt nicht umsonst zaubern. Wenn, dann muss so richtig scherbern. Das ist unsere beste Chance, jetzt so viel wie möglich dann noch irgendwie aus der Situation rauszukriegen. Naja, dagegen sagt ja keiner was. Also uns aus der Situation rauszukriegen, die wir uns selber gebracht haben. Aber wir sind beide wütend gewesen. Das war eine... Ich sag doch nichts dagegen. Doch, du bist schon wieder höhnisch. Natürlich bin ich das. Was soll ich denn auch sonst sein? Verständnisvoll. 4 Erfolge, bam. Alter. So, das sind jeweils 3 Nettoerfolge. Was war's? Force 3, also 9. Der eine kriegt 7 und der andere kriegt 3, okay. Entzug noch, ne? Hab ich gerade. Ein G. Wenn das ein Force 3 Zauber war, doch nicht. Dann kein G. Stimmt, ich hab kein G, du hast recht. Easy. So, haben wir Jojo also auch geschafft. Ja. Da sind ja jetzt einfach nur 8 Typen dran. Klar. Also, der erste. Wir werden wahrscheinlich erstmal alle nachladen. Ich fürchte, da hat er recht. So, ja. Also, die laden jeder nach, aber da können sie nochmal schießen. Das ist ein Traum. Beziehungsweise hatten nicht alle davon Maschinenpistolen, aber das ist jetzt nicht... Ist jetzt egal. Also. Der eine Dude lädt nach. Ihr wisst gar nicht genau, wo er ist. Und dann wird er schießen. Erstmal auf K-Bahn. Plus minus 0. Beim Ausweichen. Ah nee, warte, du liegst auf dem Boden. Aber du hast leichte Deckung und das ist eine kurze Salve. Minus 2. Schafft er locker. Ich hasse euch. So, 1 gegen 1, easy. Der nächste. Der hat nur eine Pistole, ist ja voller Wärme. Sehen die uns eigentlich durch die zerdingste Wand? Ja, die sehen zum Teil mehr. Schade. Vor allem hatten die ein bisschen mehr Zeit, sich eine Position zu suchen, die sinnvoll ist und die kennen ungefähr und so, ne? Ciao. Aber keine Angst, ich ziehe dann schon was ab, weil die auch aus der Deckung schießen und so. Das geht auf Jojo. Das geht auf Jojo und du kriegst auch minus 2. Bam. Wir haben jetzt 4-mal nacheinander. Ein Erfolg gewürfelt, ja? Ein gutes Pferd springt niemals höher, als es muss. So, ich mache jetzt gleich mal mehrere Schüsse auf einmal. Ich krieg bitte immer nur die ab, die wenig Erfolge haben. Geht jetzt immer abwechselnd auf Gaban und auf Jojo einfach, weil ich das gut finde so. Scheiße. So, oh. Einmal 5, einmal 5, einmal 2 und einmal 2. Au. So, das Ding ist... Jeder bekommt beim ersten minus 1 und beim zweiten minus 2. Zusätzlich zu den minus 2, die er halt sowieso kriegt. Yay, bei dem starken habe ich 0 Erfolge. Easy. Da läuft bei mir. Ich wusste, ich brauche noch ein Edge, aber ich wollte es noch nicht jetzt benutzen. Benutze ich es? Schlimme ist, dass ich mit 5 Erfolge... Hat er jetzt 2-mal 5 Erfolge? Nee. Ja. Er hat 2-mal hintereinander 5 Erfolge. Einen für jeden von euch. Scheiße. Er hat das sehr fair aufgeteilt. 5, 5, 2, 2.
Ich finde das überhaupt nicht fair, du hast viel mehr Konsti als ich. Ja, das ist richtig. Allerdings habe ich auch mit meiner Verteidigungswürfel null Erfolge. Das heißt, das sind 5 Netto-Erfolge, die ich wegwürfeln muss. Oh Gott, ich hasse mich. Würfel erstmal. Sonst kommen wir nur durcheinander. Ja, mach erstmal alle Ausweichen. Erstmal das Devi, sein zweites Ausweichen. Da kriegst du jetzt insgesamt nochmal minus 1. Okay, da hat er einen Erfolg. Das sind also noch Netto-Erfolge. So, jetzt Jojo zweimal ausweichen. Wie gesagt, minus 3 und minus 4 insgesamt jetzt. Out. Ich habe weniger Würfel als der Erfolge. Easy. Wie kann ich denn zweimal gleich denselben Wert würfeln? Einfach eine 2 davor schreiben? Hä? Zweimal denselben Wert würfeln. Du hast ja auch gerade... Achso, ja genau. Du machst ein Komma und dann machst du nochmal die Zahl. Schade. Okay, war das dein erster oder dein zweiter? Das war mit S schon mal. Das sind insgesamt 4 Erfolge, oder was? Das sind 3 Erfolge. Ich habe SRE 9-mal, hat meine Edge-Würfel direkt mitgewürfelt. Hat leider nicht so viel genutzt, wie ich gehofft hatte. Ah ja, okay, sehe ich. So, das sind also 2 Netto-Erfolge. Und dann der. Den habe ich raus. Den hat sie raus. Sehr jawohl. Gut. So, und dann dürft ihr jetzt Schaden widerstehen. Das erste Mal gibt's PB 0 und das zweite Mal gibt's PB minus 1. Oh, Mist. Das zweite Mal muss ich nicht würfeln. Das zweite Mal musst du nicht würfeln und Daddy, bei dir ziehe ich jetzt einfach den einen Erfolg ab. Nein! Ja, okay. Doch, das werde ich tun! So. Also, was macht deine Maschinenpistole nochmal für Schaden? 7K, siehst du. Und das waren... Halt durch, ich habe 9 Erfolge gewürfelt mit 12 Würfeln! Bam! Nenn mich einen Gott! Ich würde gerne den ersten Wurf, der für den 5er Erfolge ist, den würde ich, glaube ich, etchen wollen. Nur weil du 5K kriegst, dir recht? Ja! Achso, na dann kannst du das machen. Dann kriege ich da nämlich keine mehr. Alter, ihr seid aber auch ein paar gute Würfler. So, und das zweite waren wie viele Würfel? Das sind 11, das sind 10 Grundschaden und das sind, Alter, da hast du einfach, das ist so dumm, die treffen dich jetzt halt zweimal, ja? Ja. Du kriegst einfach keinen Schaden. Das ist so gut. Na gut, das Edge ist raus. So, dann Flummi hat 9 Erfolge? Ja. Mhm. Ohne Edge. Was ist denn hier los? So. Du musst einfach mal Glück haben. Du bist auch invincible? Was? Naja, das Grundschaden, 2 Netto-Erfolge. Ha! Ja, 2 Nettes. Kriegst 1K, aber da habe ich jetzt immerhin einen Würfelabzug. Ich finde das nicht so in Ordnung, was hier gerade passiert, aber es waren ja noch nicht alle. Das ist wohl richtig. Genau, ich habe noch 3. Was? Ja. Einer auf Kaban und dann jeweils 2 auf euch. Also abwechselnd. Du meinst 2 jetzt insgesamt noch 2 auf Kaban und einer auf Jojo. So hörte sich das an, ja. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich jetzt mit den 3 mache. Ach so. Ich bin immer überlegen, das Haus einfach anzuzünden. Dann hauen die schon ab. Leider geht das nicht. Wobei die Frage ist, wenn du in so ein Haus einen Elementarzauber reinknallst, ob das dann nicht anfängt zu brennen. Erstens kannst du deine Elemente nicht beherrschen. Das ist leider richtig. Und zweitens eher nicht. Ja. Ein paar Sachen könnten anfangen zu brennen, aber ob sich das dann weiterführt... Vermutlich nicht. So, was mache ich denn mit denen? Easy. Der eine kommt ein bisschen näher mit seiner Schrotflinte. Hey, ich habe auch eine. Und dann schießt der auf Kaban. Und nein, das ist nicht sein Wurf. Das war mein Wurf, um festzustellen, auf wen er schießt.
Du kriegst minus zu viel. 7 beim Ausweichen. Insgesamt? Ja. Aua. Und da ist schon deine Deckung mit drin. Mhm. Auch meine Abzüge wegen multiple Angriffe? Ja, ja. Das ist schon gut. Da habe ich immer noch einen Wurf. Easy. Null Erfolge. Ich bin froh, dass du jetzt keine immerhin nicht kritisch gepatzt. Die Chance stand immerhin 1:6. Ja. Schrotflinten, was haben wir denn hier so schön? Das nehmen wir doch die. PB plus 5, oder? Ja, PB plus 5 und das sind 12k Grundschaden jetzt. Mit seinen Netterfolgen. Aua. Er hat nicht die Jojo-Schrotflinte, er hat die billiger. Denn die armen Jungs haben nicht so viel Geld. Oh nein, Karman frisst. Ich fress Schaden, ja. Er ist sterblich. Ja. Okay, habe ich immer noch 2. Mann, das ist ein Spaß. Wir müssen unbedingt... Wie viel Schaden kriege ich jetzt? Oh mein Gott, ich habe gerade gesehen, ich habe jetzt sogar noch immer noch 3. Wie viel Schaden habe ich jetzt? Na, insgesamt, was steht hier jetzt? 4. 4 hast du. Oh, ich habe einen Minuswürfel. Aber die haben noch nachgeladen. Ah, nee, die müssen stimmt, irgendwann mal wieder dran sein. Na, nachladen, einfache Handlung. Freie Handlung, Magazin auswerfen, einfache Handlung, nachstopfen. Und die, die eine Pistole hatten, die haben ja vorher nicht geschossen. Und das deswegen mussten die gar nichts machen. So, ich habe noch 2, ich habe mich geirrt. So. Der hat jetzt 7G und 5G. Das macht natürlich keinen Spaß. 7G. Okay, der hält sich vielleicht zurück. 5G, der hält sich nicht zurück. Jo, zielen und schießen auf Jojo. Du kriegst aber minus... Aber das ist doch der böse große Ork. Ich glaube, du kriegst minus 6. Der große böse Ork, auf den gerade drei Verletzungsmodifikatoren? Beim Ausweichen, ja. Schieß erstmal. Autsch. Easy. Sie hat nicht so viele Würfel zum Ausweichen. Was hat denn der für... Ich hab keinen Würfel mehr zum Ausweichen. Au. Was hat denn der für eine Waffe? Easy. Eine Pistole. Also sind halt einfach immer noch jetzt 9 Schaden. Nein, 11 Schaden. Du weißt ja, wie viel Schaden immer deine Waffen machen. Du kennst das ja. Ich bin ausgewichen. Boah. Jutti. Ich liebe dich und dein Edge. Ich mich auch, aber ich habe jetzt keins mehr. Ja, ist okay. Ich also, auch nicht. Die positive Seite der Medaille ist das folgende. Karban und Jojo sind dran. Ihr verliert jeweils einen Punkt Initiative und dann die gewünschten 10 natürlich. Das heißt, Karban hat jetzt noch 20 und Jojo hat jetzt noch 13. So. Das heißt, ihr seid sogar noch zweimal dran ungefähr. Also ihr könnt abschätzen, ihr seid super schnell, weil Adrenalin auf Doom und Wut auf Doom. Und die anderen werden nicht ganz so schnell sein. Aber die anderen sind halt immer noch effektiv 8. Ne? Okay, wer von denen hatte das Sturmgewehr? Keiner. Keiner, das Sturmgewehr ist unten im Auto. Ja, ich dachte, er hätte auf mich geschossen mit dem Scheißding. Unsere nee, Maschinenpistolen, jetzt hättest du ja übrigens ein PB abgekriegt. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir greifen jetzt noch einmal an und zischen dann ab, oder wir zischen jetzt ab. Kann meine Drohne in den Raum fliegen und da ihren Flashback zünden? Also in den Flur quasi, damit wir nicht davon betroffen werden, jedenfalls nicht so stark? Einfache Handlung, Befehl, ja. Gut, gezielt habe ich gerade eben. Einfache Handlung kann ich jetzt machen, dann kann ich dann immer noch einmal schießen, richtig? Ja. Ja, ja. Und zwar immer noch eine Salve, richtig? Ja, du hattest vorhin einen Rückstoß, ne? Ja, allerdings durch zwei Nicht-Kampfhandlungen, die ich kriege. Ja, ja, das ist richtig. Da, es ist für wahr, na klar. Ich muss gerade mal auf deine Drohne angucken. Handling 4, okay. Durch meine tolle, durch meinen tollen Schaden, den ich jetzt gefressen habe, kriege ich trotzdem noch minus 1 wieder. Oh.
Na, und den einen RK, einen Rückstoß kriegst du sowieso immer noch. Und dann schießt du noch aus der Deckung, also hast du insgesamt minus 3. Richtig. Ich mach erstmal schnell deine Drohne. Okay. Deine Drohne fliegt raus und Fritze blitzt in perfekter Horizon-Manier genau an Ort und Stelle, wo sie sein sollte. Es ist ein Traum und man hört auch so ein Stöhnen und und die Jungs hatten die Sonnenbrille nicht auf, weil sie keine coolen Shellrunner sind und ja, du kannst noch schießen. Willst du auf den Typen, der näher gekommen ist mit der Schrotflinte oder willst du auf jemand anderen? Nee, der Typ mit der Schrotflinte. Ich habe auf jemanden gezielt. Ist der noch am Leben? Ach so, stimmt. Wenn du gezielt hast, dann gilt natürlich dein Zielenwürfel nicht mehr, wenn du das Ziel wechselst. Und richtig. Ja, der ist noch am Leben. War der auch noch gefährlich? Ja, ja, der war noch gefährlich. Scheiße. Das ist eine sehr blöde, prekäre Lage gerade. Wir könnten jetzt abhauen. Was soll er denn machen? Letztlich kannst nur du euch beide abhauen lassen, ne? Das ist richtig, ich weiß das. Er kann nur schießen und hoffen, dass Dinge passieren. Das auch nur aufs Dach. Weil unten sind Menschen. Erstmal ja. Aber von da aus sind wir wieder in einer etwas besseren Position. Drei Erfolge auf den Typen, auf den ich gerade eben schon geschossen habe. Okay, das ist wieder eine Salve, das heißt, der kriegt richtig ordentlich Minus. Den anderen schnappe ich mir gleich im Nahkampf. Der kommt nah ran, okay, will er haben. Easy, der ist tot. Oh, ich dachte gerade schon so, boah, 5 Erfolge beim Ausweichen war's. Nö, der hat keinen Bock mehr. Ist okay. Plattert einfach an die Wand und er rutscht dann runter. Jojo. So, der Typ mit der Schrote geht immer noch auf uns zu, nicht wahr? Nee, der ist ein bisschen, naja, warum sollte er noch näher kommen? Er ist ein bisschen näher gekommen, um perfekt die Streuung zu benutzen. Um uns beide zu dingsen, ja, ich sehe schon. Nein, nicht um euch beide zu dingsen. Sonst hätte er euch ja beide getroffen. Stimmt. Aber einfach, ein Typ mit der Schrote, der direkt vor uns ist, ist kacke, wenn ich irgendwo hin will. Weil dann schießt er mir nämlich in den Rücken. Ja, aber er ist geblendet. Ach so? Naja, er hat gerade die Drohne gezündet und alle, also die meisten sind halt schon ziemlich ausgeflippt. Die fanden das nicht cool. Echt? Okay, ich muss jetzt mal ganz blöde fragen, wie wirkt so ein Fritzeldings? Bist du gestunt für so und so viele Runden? Nein, oder? Du hast doch eine Flashback, oder? Bis dann... ist ein Flashback. Okay, dann die sind halt einfach für ein paar Runden sehen die echt wenig. Außer sie haben Blitzkombinationen und selbst dann sehen sie noch weniger als vorher. Okay, aber die können immer noch wild durch die Gegend schießen. Das sind Kugeln, die durch die Gegend fliegen. Okay. Können sie machen, aber weil du dich ein bisschen... Das Ding ist, wenn du so hart geblendet wirst, dann drehst du den Kopf weg und alles und verschiebst ein bisschen deinen Oberkörper. Das heißt, sie können sich nicht sicher sein, wenn sie die Waffe jetzt einfach wild heben und nicht die Augen aufmachen. Dann sehen sie immer noch nichts, ob sie ihre Kumpels abknallen. So, trotzdem ist der Typ potenziell gefährlich, weil er einfach nur abdrücken muss. Der macht so nichts. Ja. So, das heißt, Julio wird jetzt auf den schießen. Mit der Schrote, die sie an der Hand hat. Waffenwechsel war ja vorhin. Mhm, okay. Beziehungsweise, nee, Moment, haha, wie viel haben wir denn das? Oder, nee, das Fenster, ne? Das Fenster ist zu. Das Fenster ist offen, die Drohne kam rein. Aber nur auf Kippo, das ist ganz offen. Nein, das ist ganz offen. Das Fenster ist ganz offen. Also, Daddy hat ja vorhin gesagt, ich mach das Fenster auf und ja. Jojo, du kannst schon... zwei Zauber in einer Kampfrunde sprechen und musst nur deinen Pool teilen. Und du kriegst einen Zug mehr für jeden der beiden Zauber. Ich muss nur meinen Pool teilen. Easy. 3 Würfel und 3 Würfel. Easy. Wenn du vorher Edge drauf rechnest, ja, dann ich kannst du quasi dein... Da sie kein Edge mehr hat. Ach, du hast... Mann. Scheiße. Hätte mal vorhin jemand gesagt, du sollst es aufheben. Ja, klar hast du das gesagt, das weiß ich doch, aber ja, ich wollte nicht sterben. Achso, okay, cool. Oh, wie schön, wenn man sich immer selber in Schwierigkeiten bringt, dann freut sich der Spielleiter. Tja, Deli, du bist doch ein Panzer, ich bin immer weg. Nee. So einfach ist das nicht. Wir waren ja schon im obersten Stockwerk, ne? Oder im zweitobersten? Im vorobersten.
Im Vorobersten. Obersten. Wie viele Erfolge brauche ich, um mich bzw. Karman zu levitieren? Tja, für dich ist einer ausreichend, das zählt dann nur, also mehr sind nur Geschwindigkeit. Karban. Ist im Chat, gesagt ist laut. Nein, darum geht's nicht. Karban würde ich nicht als hundertprozentig freiwilliges Ziel betrachten, weil er gerade in einer Kampfsituation ist und wenn plötzlich etwas an ihm zerrt, wird er sich vermutlich wehren. Deswegen möchte ich von Karban mal bitte eine doppelte Intuitionsprobe kurz. Mit deinen Verletzungsmodifikatoren. Ach shit, ich habe ja auch noch Verletzungsmodifikatoren. Okay. Bei Karban brauchst du 2 Erfolge. Weil er gerade einfach 3 Erfolge hingelegt hat, was schon nicht schlecht ist. Das aber ist allerdings richtig. Ja. Aber das könnte ja auch sein, wenn er eine doppelte Intuitionsprobe macht, dass er dann einfach rafft, was Phase ist. Deswegen, das rafft er ja auch, aber es, er liegt trotzdem noch am Boden und da sind überall und du weißt schon, wie das läuft. Und der ist fett. Schön. Okay. Das musst du ja gesagt dann haben. Kann sie Karban jetzt trotzdem nicht alleine da lassen? Das geht nicht. Wäre doof, ne? Ja, es wäre doof, aber sie kann zumindest... Unsichtbarkeitszauber wäre noch eine Idee. Kann sie nicht. Es gibt bei mir keine Unsichtbarkeit. Ach ja, richtig, verdammt. Ah! Und selbst wenn, dann könnten sie halt auch wild irgendwie sieht sie jetzt draußen mehr? Jetzt, wo die Tür offen ist und der Typ reingekommen ist und alles mögliche. Der ist nicht reingekommen. Ach so. Sieht sie trotzdem mehr? Es gingen mehr Schüsse, du siehst ein bisschen mehr, ja. Aber es sind 8... Und die sind nicht so gehäuft, es sind 7, und die sind nicht so gehäuft, dass du alle erwischen kannst, selbst mit einem Force 5 Zauber nicht, weil dann ist der Radius halt 5 Meter und die sind ein bisschen verstreut. Achso, shit. Warte. Mir kommt gerade eine Idee. Der Instant Wind Zauber, warum habe ich denn den nicht angewendet? Der Instant Wind, na klar, kennst du Beschwören, weißt, was du auch machen könntest? Beschwören Geist. Du könntest eine Levitation auf dich machen und eine richtig Bock-Levitation auf Karman. Yeah. Und danach bin ich unbrauchbar. Ja, dann fliegt ihr kurz hoch und dann fällst du runter und bist tot und der Lee fällt auch runter und stirbt danach. Ach shit, die Schatten bringt überhaupt nichts. Ich denke jedes Mal, das bringt was, aber es bringt einfach überhaupt nichts. Ich glaube, das brachte nicht viel, nee. Nee, das bricht minus Einsichtkategorie pro 2 Erfolge. Es bringt einfach gar nichts. Ich denke mal, das ist voll klug, aber es ist einfach voll schlecht. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre runterkommen. Das wäre nämlich einfacher. In die Arme der anderen Typen? Du hast schon recht. Wobei, es ist nicht gesagt, in welche Richtung... War das Richtung Innenhof? Doch, das war Richtung Innenhof. Das war Richtung Innenhof. Ich hab's die ganze Zeit gesehen, ja. Dann in die Arme der anderen Typen. Wie dicht waren die Wände? Die Decken? Hä? Einfach durch die Decke fallen. Achso, aus Gründen der Statik eher anstrengend. Wenn du ein Troll wärst und einmal richtig in den Boden hämmern würdest, okay. Bei dir würde ich sagen, ist schon anstrengend. Spielleiter, dir ist klar, ne, dass bei deiner Levitationsauslegung meine Force gleich dem Buddy bzw. gleich Karmans Konstitution sein müsste, oder? Ich werde nie dazu in der Lage sein, bei, Karman zu levitieren. Hey, bei Gegenständen. Achso. Und unfreiwilligen Zielen. Und da Karman ein Bro von dir ist und weiß, dass du Magierin bist, ist das ja was anderes, deswegen habe ich die Intuitionsprobe gemacht. Okay. Belebung hilft mir auch nicht, Poltergeist hilft mir, das würde sie ablenken, aber das bringt mir jetzt nur Dings ein, was bringt ich jetzt... Bringt mir geistigen Schaden oder körperlichen? Eben. Geil. Und das ist nichts, was ich jetzt gebrauchen könnte. Na, Karban, was meinst du? Gut Glück? Gut Glück hört sich witzig an. Gut. Oh Gott, willst du wirklich was willst du damit sagen? Na, ich überlege gerade ernsthaft, das zu probieren. Hast du da nicht nur 2 Würfel? Ich habe 2 Würfel für mich und 3 Würfel für Karban. Ach so, nicht den Geist, sondern den Levitationsding, okay. Den Geist?
Soll ich jetzt nee, Geist beschwören? Nee, das war ja gerade meine Frage. So also gut Glück klang wirklich wie Geist und das wäre dann. Nee. Das wäre witzig gewesen. Dann wären die, glaube ich, stiften gegangen. Ich beschwöre meinen Kraftstufe 1 Geist. Ja. Er soll Schrecken eurer Herzen pflanzen. Er sieht immerhin noch aus wie ein Geist. Das ist so. Das richtig. Die Frage ist. Ich muss das jetzt zweiteilen, ne? Ja, ich muss das jetzt zweiteilen, um das hinzukriegen. Ja, ja. Nur wenn das nicht funktioniert. Also, wie zweiteilen? Na, ich muss ja jetzt meinen Pool zweiteilen, damit ich beide gleichzeitig levitieren kann. Ja, du kannst halt einfach sagen, die ersten beiden Würfel sind bla und so, aber du kannst auch teilen, mir ist es egal. Das Problem ist nur, dass wir getrennt sind, wenn es jetzt nicht funktioniert. Ja. Und das geht eigentlich auch nicht. Naja. Ich. Warte. Es gibt halt eine Möglichkeit, ne? Die ist super witzig. Es gibt. Aber ich wollte sie. Aber das darf ich dir nicht sagen. Ich könnte. Also, du könntest. Was haben wir denn als Möglichkeiten? Ein Flächenzauber auf die eine Seite wäre noch möglich, dass man uns ein bisschen entlastet, also mich ein bisschen entlastet beim Leutschnetzeln, die sind ja noch ein paar Runden beschäftigt. Ich könnte natürlich, ne, das ist unheimlich witzig, aber dann verliere ich auch alles, was ich hatte, glaube ich. Dich dann in Adler verwandeln? Mich, ja, Gestaltverwandlung, Tier. Fuck you, Kaban, tschüss. Ja, what? Aber ich kann nur eins machen, das ist halt das leider das Problem. Gestaltverwandlung mich Tier in ein mich, Bären. Ja, oder wenn, so. Wenn ich Zeitzauber in einer Runde dingsen kann, dann kann ich, aber ich müsste mich selbst mitlevitieren, damit ich dich nach oben levitieren kann. Deswegen geht das nicht. Dummerweise. Es gibt halt tatsächlich eine Möglichkeit mit dem Levitieren, wo du nicht beide levitieren musst. Ja, du kannst dich einfach an mich rankletten. Genau. Kannst Kaban levitieren. Ja, klar. Ja, kannst Kaban levitieren und dann trägt er dich in den Sonnenuntergang wie eine echte Lady über die Brautschwelle. Ich wusste nicht, dass das geht. Ja, das geht. Also wenn du was levitierst und hängst was dran, geht das. Okay. Ich verlange trotzdem 2 Erfolge. Ja. Und ein überraschtes Gesicht von Kaban. Definitiv. Und dann ein Kreischen von dir. Nimm mich! Halt mich fest! Ja, es funktioniert nicht. Was ist denn los? Scheiße. Guck mal. Das funktioniert einfach nicht. Okay, mach erstmal deinen Zug. Was du immer noch machen kannst. Schreien wie ein Mädchen? Ist auch möglich. Warte. Oh, 2. Bei Force 2 gibt das deinen Zug? Was? Gibt nee, bei Force 2 nicht. Okay. Was du jetzt machen kannst, ist tatsächlich zu sagen, ah nee, kannst du nicht. Nee, war dumm. Tschüss. Ja. Los, fertig. Ja. Was hab ich denn noch? Ich hab noch genau einen Dude, der was machen kann. Ne, 2 Dudes, cool. So, dann werde ich mal bei dir schießen. Schade eigentlich. Das wäre eine schöne Rettung gewesen. Ja. Ich bin tot. Na. Ah ne, das war ich mit den 3 Erfolgen. So. Ich war dran, wir waren dran, wir dürfen genau, unseren vollen Punkt. Genau, ihr wart dran, deswegen kriegt ihr alles wieder, ne? Oh. So war es doch, das wollte ich mich gerade fragen. Okay. Ja. Dann macht. Kaban hat gerade eine Chance und die gehen beide auf dich. Das heißt, du kriegst beim zweiten minus 1. Gut. Ja! Das ist unglaublich, wir haben die ganze Zeit so 7, 6, 8 Würfel und es sind immer nur ein Erfolg, außer mal ganz selten was anderes. Krass. Ja, kein Erfolg, so wie bei mir. Also Kaban weicht beiden Schüssen aus. Super. Also ich meine, ausweichen ist halt sowas wie dich noch mehr in den Boden drücken oder so minimal nach links drehen. Aber es reicht ja aus. Es ist schade. Sind wir jetzt nicht nochmal dran? Wir haben doch noch ein bisschen Rest. Ja, nochmal dran. Ja, ist die Frage, ob ich das gleich nochmal probieren sollte. Kaban ist der Erste. Ich weiß. Übrigens, Kaban, du hast durchaus gemerkt, dass irgendwas kurz an dir gezogen und gezerrt hat. Du hast es aber als nichts. Also du hast wegen deinem Intuitionswurf gemerkt, das könnte Jojo gewesen sein. Du wurdest ja auch schon mal irgendwie verzaubert und so. Und boah, wenn wir jetzt ein besseres eingespieltes Team wären, würde ich sie jetzt einfach schnappen und durch das Fenster springen mit ihr.
Und darauf hoffen, dass sie es schafft? Ja. Besser, das ist ein besser eingespieltes Team. Das ist Suizid, Alter. Jojo, jetzt kommt der Zauber. Was? Könnte ich immer noch sanfter Fall probieren als richtig Bockzauber. Ja, kannst du auch Levitation als richtig Bockzauber machen, dann bist du jetzt auch ganz weg. Achso, okay. User disconnected from your channel. Und da ist sie raus. Da geht's ja einfach richtig Bock, bam, weg. Tja, dann werde ich auch versuchen, aber das erfahren wir in der nächsten Folge. Tschüss. Oh, scheiße. Ja, der Typ ist tot, dann nehme ich mir den mit der Schrote jetzt. Bitte? Dann nehme ich mir den nächsten gefährlichen Gegner, also den mit der Schrote wahrscheinlich. Ah ja, okay. Einfach mal fett wegknüppeln, meinst du? Also jo. Schießen. Muss ja, ne? Die einen sagen so. Der war halt leider nicht zwischen euch dran. Richtig. Und das ist wieder eine Salve? User entered your channel. Ja, ist es. Aus dem Leben geschmissen. Guck mal, Hans Geißler ist wieder da. Ey, schön. Mach mal die Aufnahme bitte an. So. Ist das dein Wie viel minus? Noch nein, nicht. Nicht. Wie viel habe ich dann theoretisch minus und wie viel? Aus der Deckung minus 1, deine minus 1 Rückstoß, dein Schaden minus 1, minus 3 und denke, das war's. Genau. Ich muss allerdings einen Zielwechsel, zählt das auch als Nicht-Kampfhandlung? Ja. Wenn ich dafür eine einfache Handlung aufnehme, weil ich will halt dann nicht noch einen Rückstoß weiter dazu kriegen, weißt du? Achso, nee, warte mal, du, hä? Ansonsten muss schießt. Ich auf den zielen. Ja, aber einfach, achso, ja, zielen, ja, genau. Zielwechsel ist ja gar keine Handlung, aber auf ihn zielen mit plus 1 ist dann ja wieder eine Handlung, ja. Das passt. Gut. Drei Erfolge. Ey, ernsthaft? Ja, der Typ mit der Schrotflinte ist halt einfach auch ein geschickter Bursche und dann kann er auch einfach ausweichen. Ah, der Wichser. Schaboink. Jojo. Richtig Bockzauber, einmal levitieren aufs Dach, kebam. Bist du sicher, dass du das überlebst? Richtig nein. Bockzauber, warum? Das muss doch nicht höchste Force sein. Hatten scheiße, wir ausgemacht. Stimmt, es muss nur Force 2 sein. Ah, nein, nee, du hast gesagt, Bockzauber Force 4 muss es sein, aber es... Okay, hatten wir sowas ausgemacht? Nein, dann hatten wir sowas ausgemacht. Na, wir hatten gesagt, dass es, weil es sonst hey, überhaupt hey, keinen Sinn mehr macht. Hey, du weißt immer, was wir ausgemacht hatten und ich nicht. Okay, Force 4. Nee, wir hatten gesagt, es muss schon eine höhere Force sein. Force 4 passt. Force 4 passt. Habe ich doch nichts dagegen, du hast immer noch eine gute Wahrscheinlichkeit, dich zu das würde auch erklären, warum ich daneben geschossen habe. Ach, na klar. So, ich habe jetzt 3 Erfolge. Ich hätte das gar keinen Boxsauer machen schnell. Müssen. Aber ja. Wir sind super schnell, das ist klug. Also, was heißt super schnell? So, glaube, warte, das tut schnell. Jetzt weh. Hier. Ja. Nee, das hat Force plus 1, Force 4. 4 sind 5, sind 2, sind 5k. Aua. Hast 8k. Alter. Nein. Und wie viel? Doch. Na, doch, hast du. Und wie viel sind nochmal, wie viel hast du insgesamt möglich? 9. 9. Ach so. Tja. Na gut. Alles klar. Oh, und 5k auf einmal, das tut richtig weh. Aha, sie fängt also an, hinter mir zu schreien und ich fange an zu schweben. Du machst schön. Bitte erstmal eine Willenskraft. Doppelte Willenskraft minus 2 pro. Wer ich? Oh, Jojo, ja, ja. Ja, ob der mit Abzügen? Wieder fallen ist. Na, minus 2 halt. Dein Aua, Aua. Vergeig das bitte nicht. Zählt das als Vergeigen? Nein, das ist bestimmt noch in Ordnung. Ich finde das auch, dass das noch in Ordnung ist. Nee, ich wollte auch nur einen Erfolg. Okay. Ist klar. Ich wollte gucken, kann sie im Rahmen noch eine Restkonzentration aufrechterhalten oder wird sie diesen Zauber jetzt einfach abbrechen, weil sie merkt, dass sie gerade fast gestorben ist und das kann nicht leben. Es ist ein Rest. Also es passiert folgendes, Rest, ja. Der Rest heißt auch, du bist jetzt in deiner Navigation. Nicht so sehr gut. Schlecht. So, wie viele Erfolge hat es insgesamt? 6, kann das sein? Ich hatte insgesamt viel, ja. 6, so, das heißt, ihr seid... Ja, richtig Bock, 6 Erfolge. 24... Meter pro Kampfrunde. Das heißt, das sind immer noch 8 Meter pro Sekunde. Da kann man mit der Navigation auch mal Probleme bekommen. Ne? Kann man? Ja. Dich reißt es einfach vom Boden.
Yay, Decke, ich komme. Bob, gegen die Decke. Nee, ich reiß es vom Boden nicht gegen die Decke, so 1,5 Meter hoch. Oh! Du verlierst fast deine Waffe. Okay, werde ich dann auch nach hinten geschleudert? Dann das entscheidet Jojo. Ab jetzt hat Jojo die Kontrolle über den Zauber. Fenster. Ja, raus! Ich versuche dich zu grabbeln, während du dann... wenn ich an dir vorbei flitze, versuche ich dich zu krabbeln. Spring mir in die Arme, komm schon, tu es. Ja, ja, wenn sie kann. Oh. Ja klar, das ist ja wohl jetzt sie steht also. Ja immerhin noch. Sie steht noch, es passiert Folgendes. Irgendwie schafft ihr es, euch zu packen und dann wirst du aus dem Fenster gezerrt und du bist, wie gesagt, verdammt schnell und ihr seid verdammt hoch, aber ich werde mir genau einen Schuss gönnen von unten. Gib mir alles. Ah! Nur der Folge. Es war ein Glück, ey, es waren 4 Würfel, weil ihr schnell und hoch seid. Aber es war ein Versuch wert. Man muss ja auch erstmal so schnell reagieren können, wenn da so ein richtig dicker Ork mit seiner bezaubernden Lady aus dem Fenster fliegt. Wie so ein scheiß Gummigeschoss. So. Putz! Fliegender Kaban. Ihr schlenkert natürlich und schwingt und es ist nicht schön. Ich es order ist auch meine, schwer und anstrengend. Ich order meine Drohne zurück. Na gut, das ist das Wichtigste. Sicher. Oh, Jojo entscheidet ungefähr, wo die Reise hingeht. Die Lass Reise geht erstmal weg von da. Ach so. Naja, komm, einen noch. Und ich order mein Auto zu irgendeiner Nähe. Ja, genau, Nähe. In Richtung des Habt Autos. Ihr ein Schwein. So. gut, euch wird noch ein paar Mal hinterher geschossen. Ehe man das Sturmgewehr geladen hat, das die einzig sinnvolle Waffe ist, werdet ihr vermutlich irgendwo, weil ich denke, dass ihr eigentlich vollkommen behindert seid, im Schlenkflug, im Trudelflug, so hinter ein Haus geflogen sein, dass sie nicht mehr schießen können. Ja. Und, naja, dann werdet ihr irgendwie in die Nähe eures Autos kommen. Die Landung wird so sein, dass Kaban seine Knie die nächsten Tage gut eincremen muss. Besser gesagt, stellst dir vor wie Paragliding mit einem Absturz. Also ich meine, ihr kracht schon ziemlich hart auf dem Boden. Wenn du ein netter Dude bist, kannst du dich auf dem Rücken drehen, sodass Jojo nicht zuerst aufklatscht. Wenn dir dein Leben lieber ist, kannst du auch gern sie zuerst den Boden küssen lassen. Ich bin ein netter Dude? Das dachte ich mir schon, weil du vermutlich einfach die Straße sprengst. Ich habe auch fünf Erfolge beim Schaden. Sag mal, hast du eigentlich die Fähigkeit Freifall? Wow, nein. Ist irrelevant, du hast so viel Panzerung, ist okay. So, ich meine, 8 Meter pro Sekunde ist schnell, und ne, aber trotzdem ist es okay. Gut, ihr kracht dann einfach auf und dann wirst du sie vermutlich irgendwie ins Auto werfen. Was, sie ist noch nicht tot? Ja, ihr Medkit quasi anschließen an ihr. Easy. Und damit erste Hilfe und Logik plus Medkit. Ach so, und dann minus eins wegen nicht sterile Umgebung und minus eins wegen deinem Schaden. Okay, kannst du machen. Genau, weil sie stirbt hier gerade. Ach so, und willst du das Medkit als Bonus-Pool-Modifikator nehmen? Weil dann werden natürlich Daten an die Matrix übertragen. Nein, bitte nicht. Ich meine nur, vielleicht passiert da nichts Schlimmes, ihr habt es noch nie ausprobiert. Ich habe euch bisher immer erfolgreich ausgeredet. Ich weiß doch nicht, wie es heute ist. Nein, bitte nicht. Was soll denn da passieren? Easy. Da ist alle meine genetischen Informationen und was weiß ich was bekommen. Die waren noch nie öffentlich. Oh. Ein Erfolg bei meiner Logikprobe. Hast du keine. Achso, klar. Ein Erfolg, na easy. Die ist nicht mal stabilisiert. Aber ich glaube, die stirbt ja auch nicht weiter. Du machst es auf keinen Fall schlimmer, du machst es besser, aber sie ist halt einfach das ist nur die typische Jojo. Das ist nicht die erste Hilfe, das war nur die Logik. Ach so, okay. Das war nur eine Logikprobe, mache ich das Ding an oder nicht? Ach so, okay. Das hilft ja nicht. Also ich werde dir nicht sagen, ob das klug ist. Nee, ich weiß, aber ich werde mir überlegen, ob das klug ist. Jetzt. Nachdem du die Logikprobe gemacht hast, überlegst du. Ja. Das find ich vernünftig. Genau. Ist nicht klug. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob ich mit einem Erfolg drauf komme. Ah doch, komm. Er hat dir zugehört. Ja, wollte ich schon sagen, das war ja eines der größten Probleme.
Ich hatte die Situation also, schon mal irgendwann. Du siehst quasi, wie die Hand zum, also routiniert zum Anmachen gilt und dann so klickt wieder aus. Schüttelt den Kopf. Ja, nee, das geht auch so routiniert an, kurz überlegen, kurz wieder aus. So, verdammt. Easy. Und dann habe ich immer noch 5 Würfel minus, wie viel 3 waren das, glaube ich, ne? Ja. Minus 2, oder? Ach, minus 2, ja. Minus 2. Steril wegen Wundabzug und. Und das war's. Nur das war's. Steril und Wundabzug. Ich nehme die Magier, lassen sie schwere heilen Regeln nicht, weil sie für mich keinen Sinn ergeben. Ja, ich bin begeistert. Ich kann das gut. Du machst es nicht schlimmer. Ich, das ist mehr, als wir schon manchmal hatten. Du weißt ja nicht noch mehr vom Körper oder so. Immerhin versaut sie mir jetzt nicht. Fall, das war lustig. Immerhin versaut sie mir jetzt nicht mehr mein ganzes was Auto. Die, wer sagt denn, dass die blutet? Hätte ich jetzt erwartet bei 9K. Wurdest du ja, nicht angeschossen? Keine 9K. 8K, Entschuldigung. Blut, ein bisschen blutest du schon. 1K ja, kommt ein nämlich von einer Kugel. Das stimmt. Nein, das ist so traurig. Es macht keinen Spaß mit euch. Okay. Der Rest hat sie sich selber zugefügt. Oh Gott. Naja, war vielleicht nicht ganz dumm. und dann fahrt ihr in den Sonnenuntergang, nachdem er dich, ich sag's gerne nochmal, über die Schwelle schwebend getragen hat. Das ist so ramontisch. Sind meine Möbel eigentlich jetzt schon alle weggeräumt? Ja. Cool, dann kann ich jetzt in meiner Werkstatt schlafen. Worauf ich hinweisen möchte, ist, dass ein Flug, wie der von euch absolvierte, das nicht, merkt doch keiner. Das kann man schon mal mit einem Comlink filmen. Ich würde es tun. Das ich habe kein keiner. Foto-Handy, aber ich würde es tun. Das merkt keiner. Nee. Es war voll spät. Und es war dunkel da oben. Ich das hat gerade so, wurde gerade geschossen da oben. Wenn zwei Leute, ne, das mitkriegen und doch mal aus dem Fenster gucken. Die zwei Leute haben das auf jeden Fall gefilmt, wie der Ork mit der Frau da geflogen ist. Das ist klar. Aber der magische Ork und seine Freundin. Super. Genau, der magische Ork. Der Ork ist geflogen. Es muss Neil der Ork-Baba gewesen sein. Easy. Eindeutig. Hm. Immer diese scheiß magischen Orks, die überall hinfliegen, ey. Deswegen sollte man die auch vernichten. Wer weiß, wo die hinfliegen. Die geraten dann in so eine Flugzeugturbine und dann stürzt es wieder ab, weißt du? Das ist halt einfach der entführt kleine Mädchen. Der fliegende Ork. Ja, klar. Hat man ja genau gesehen. Hat man gesehen. Jetzt richtet er seine Hort und verspeist sie. Der Ork hat das Mädchen entführt. Genau so sah es aus. Ja. Die Variante gefällt mir. Super. Wir haben Jutti. Den Boomspulli nicht. Wir haben ihr auch die Waffe nicht. Ja, viel schlimmer. Nicht, nö. Man ja. hätte das vielleicht anders machen können. Man hätte vielleicht einfach leise unten aufräumen müssen ich oder so. Ich habe Verständnis dafür, dass ihr wütend wart. Und ich habe großes Verständnis auch dafür, dass Kaban das Mädchen retten wollte. Hat halt nicht geklappt. Ja. Ihr kriegt den Bumsbully schon irgendwann irgendwie. Ich denke auch, wir werden an seiner Spur dranbleiben und ihn finden. Ahoi. Außerdem ja, haben wir mindestens einen von denen mitgenommen. Bevor wir cutten, in dieser ganzen Phase ist natürlich die Bedenkzeit des Zwerges zu Ende gegangen. Das war jetzt nicht euer vorrangiges Problem. Aber einfach, um das zu beschleunigen, wenn ihr irgendwann wieder auf dem Damm seid, ich weiß, das wird dauern und so weiter, würdet ihr ihn fragen, würde er es machen. Okay. Ich glaube, Jojo braucht jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Ja, aber meine Bestechung hat geholfen. Wenn wir da irgendwann mal weitermachen, ne, dann haben wir das schon mal in Sack und Tüten. Alles klar, gut. Dann können wir cutten. Juti. So, der Bumsbully, ne? Über so lange Zeit hat er jetzt die hier, ne? Gruppe begleitet. So heißt das, Gruppe. Auch mich. Und jetzt ist er verschollen. Ich habe zwar am Ende irgendwie gesagt, hier, krieg ich den noch irgendwie, aber nö.
das wohl nur mit einer Anstrengung, die sie wohl nicht mehr aufzubringen bereit sind. Man kann ja auch nicht alles mit sich machen lassen. Was gibt's noch zu sagen? Ich denke, also für mich war es auch nochmal beim Schneiden hörbar, dass ich ja schon überrascht war, wie sie an die Sache rangegangen sind. Das ist ja anders als sonst, sage ich mal. Man könnte sagen, etwas unüberlegt. Aber okay. Es ist ja irgendwie alles gut. Nee, ist es nicht. Obgleich der Kampf fast noch easy schien. Ne? Weil Carmen hat nicht so unendlich viel Schaden bekommen und Jojo hat sich ja eher selbst kaputt gemacht als alles andere. Weil sie auch einmal diesen Hammerwurf hatte, sonst wäre sie auch, glaube ich, ziemlich tot gewesen. Also ziemlich wirklich tot. Ist es ja so, dass das halt die erste Kampfrunde war, ne? Und da waren halt dann einfach immer noch 1000 Millionen Typen und die hatten ihn halt einfach zerhackt. Nicht? Das kriegt man halt, wenn man da einfach reinrennt und alles zerbersten will. Man kann nicht immer alles zerbersten. Manchmal muss man auch, da weiß ich nicht, einen nach dem anderen zerbersten oder so. Weil, ne? Ich dachte, das Bild ist ja jetzt online, ne? Das ist ja mit verlinkt tatsächlich. Wenn nicht, dann dürft ihr mich verprügeln oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der mit verlinkt und ich hatte ja gedacht, irgendjemand kommt auf die Idee, dass sie hinten bei den Garagen, ne, auf der anderen Seite der Häuser, dann vielleicht gucken, ob sie da ein Loch reinmachen können hinten die Garage, sich den Bumsbulli schnappen und dann eine Abfahrt, aber die wollten halt töten. Ich meine, letztlich haben sie ja auch 5 Leute umgelegt oder 6, aber okay. Ist gut. Immerhin haben sie jetzt keinen Edge mehr für die gesamte Episode. Wir sind ja immerhin schon in der 4. Folge. Was soll da eigentlich noch passieren? Die brauchen keinen Edge. Gerade Flummi würfelt eigentlich recht solide. Nicht? Und Kaban auch Matrix-mäßig. Es kann der ja aushelfen, wenn da mal was ist. Das hat man ja auch bemerkt schon. Von daher eigentlich alles safe. Oder so. Genau, und ich fand's, ich war am Anfang, wie gesagt, etwas überrascht, wie sie vorgehen, und dann habe ich mir gedacht, ach komm, dann machen wir es jetzt auch richtig, und hätte das mit der Levitation nicht funktioniert, dann hätten die vermutlich beide irgendwie Edge verbrannt, weil, naja, tot halt. Also, da weiß ich nicht, nicht nur Niere. Da hätte es ein bisschen mehr gerumpelt, aber okay, sie haben es noch irgendwie geschafft, und ja. Okay. Kann man machen. Muss man nicht zwingend. Flumi hatte mich gebeten, dass ich dann im Intro der 5. Folge ein Forum zur Verfügung stelle, wie man sich rechtfertigen solle. Dann sagte sie, sie will das doch nicht mehr, aber keine Angst, ich habe sie dazu gezwungen, das zu tun. Und sie können sich da erklären. Nicht? Ansonsten für alle rechtlichen Sachen Videobeschreibung. Die Musik ist von German Shepherd. Das Lied ist Russian Style auf dem Album Great Style. Übrigens auf Yamendo gefunden. Aber der Link müsste auch dabei sein. Nicht? So, das war's. Es ist jetzt auch damit geschehen. Billy ist jetzt damit quasi abgehakt. Die Gelegenheit ist geschaffen, dass die beiden denken, ne, hier Überfall und Tod. Und es ist sicherlich nicht schön. Das wäre es nie gewesen. Aber sie werden jetzt dadurch nicht die Stadt verlassen oder ähnliches, worüber ich auch sehr erfreut bin, weil ich dann sonst mehr Arbeit hätte, nicht? So, jetzt aber endgültig. Tschüss.